Leider hat die Erstellung dieses Workshops sehr, sehr lange gedauert, da ich mehrere Hardwareausfälle hatte und somit mein Videoprojekt mehrfach umgezogen ist. Begonnen hat alles schon mit dem Fotoapparat, der leider die Akkus leer zutscht, auch wenn er ausgeschaltet ist, und da gibt es einen Displayausfall. Bei dem in die Jahre gekommenen XMG-Rechner ist die Grafikkarte GTX 485M mit 2 GB ausgefallen. Das ist allerdings nicht die Laptop-Karte, sondern schon vom Ersatzrechner, den ich überlassen bekam, ist dann die PCIe-Grafikkarte ausgefallen. Dann haben wir die Festplatten inzwischen voll, da ist eine neue fällig. Von meinem Kontrollmonitor ist leider der Fuß abgebrochen. Mein kleines Tascam-Gerät, um Audio aufzuzeichnen, hat beim letzten Einsatz leider die letzte Datei nicht mehr abgespeichert. Es gab einen Schreibfehler. Ich nehme an, dass es an der alten SD-Karte liegt, aber das weiß ich nicht. Was noch ausgefallen ist, ist auch wieder beim Ersatzrechner das Netzteil. Ja, und das Akkulicht habe ich hier liegen, dass es auch nicht mehr zeitgemäß ist. Da bräuchte ich was Größeres mit Stativ zum Hinstellen. Also, wer irgendetwas übrig hat für mich, ich freue mich drauf. Übrigens schneide ich immer noch unter Windows mit einem Avid-System. Und hier seht ihr die Timeline von dem Video, was euch jetzt erwartet. Ich blättere mal durch, dass ich nicht faul war. Jedes bunte Icon, was ihr seht, ist ein Effekt. Effekte, die ihr möglichst im Film dann gar nicht mehr so wahrnehmt. Und jeder schwarze Strich ist ein Schnitt. Ich freue mich also über jede Unterstützung. Es warten noch 3 Workshops. Die wollen alle 3 noch geschnitten werden, aber möglichst unter besseren Bedingungen als der erste Workshop-Beitrag von diesem Jahr. Ich werde mich erstmal noch mal kurz selbst vorstellen. Ich habe vor 2 Jahren das Ganze mal als Vortrag gehalten. Wenn ich jetzt Zeit finde, werde ich versuchen, das Ganze noch mal für unseren YouTube-Kanal aufzubereiten. Also wir haben auf unserer Webseite verlinkt, sicherheitsforschung-magdeburg.de, ein YouTube-Kanal, der ist mit Vortragsmitschnitten befüllt von Konferenzen, beziehungsweise ich habe selber mal bei uns in der Uni, das ist schon wieder ein paar Jahre her, auch so eine Reihe gemacht zur IT-Sicherheit, die haben wir dann mitgeschnitten, ne, als Screencast, Videocast oder wie auch immer man das nennen möchte. Und da werde ich mal sehen, wenn ich jetzt Zeit finde, dass ich das Ganze nochmal mit dem Thema dieses Workshops mache, dass man da also quasi bei YouTube das Ganze dann nachverfolgen kann, zumindest die Folie doch mal so als Vortrag machen und dann eben auch die praktischen Seiten. Ja, mein Name ist Stefan Schumacher, der eine oder andere kennt mich vielleicht. Ich bin, glaube ich, seit 2004 regelmäßig bei fast jedem CLT dabei mit irgendwelchen Sicherheitsthemen. Ich befasse mich halt mit IT-Sicherheit und zwar hat das Ganze angefangen, ich glaube, 96, 97 rum. Da habe ich mein erstes Linux installiert, irgendwie so ein SUSE 4.2, auf einer Aldi-Tüte voll Disketten bekommen von einem Kumpel. Und dann dachte ich mir so, naja, hast hier ein cooles Buch von deinem Opa zur Kryptographie bekommen, befasst du dich mal mit, sicherst deinen Linux-Rechner ab und dann genießt du den Rest der Sommerferien. Ne? Das ist jetzt irgendwie 25 Jahre her und bis heute habe ich es nicht geschafft, meinen Rechner hinreichend sicher zu machen, dass ich sagen kann, der ist sicher. Weil sich das Ganze natürlich immer weiterentwickelt, je mehr man macht, mit je mehr Themen man sich befasst, desto mehr neue Themen tauchen auf. Und desto mehr Sicherheitslücken, Fehler, Problematiken und so weiter sieht man. Ne? Worauf ich hinaus will, Sicherheit ist ein Prozess, sagt man immer so schön. Und genau das versuche ich hier dann auch ein bisschen abzubilden. Es ist also nicht so, dass Sie jetzt nach diesem 3-Stunden-Workshop einen Rechner so bombensicher bauen, dass da keiner mehr reinkommt. Gut. Warum dieser Workshop? Naja, Thema ist eigentlich klar, IT-Sicherheit ist ein Riesenproblem. Es gibt Schadsoftware, die Rechner angreift. Mobile Rechner werden gestohlen, gehen verloren. Was ich auch immer wieder interessant finde, also dass die gestohlen werden, kann ich nur nachvollziehen. Dass man einen Laptop verliert, würde mir nicht passieren, weil das Ding ist so mein herber Lebensinhalt. Kommt aber regelmäßig vor, auch in Unternehmen. Wir hatten also auch damals selbst Vorfälle bei der Bundeswehr. Das ist meiner Zeit, also das war so 99, 2000, da waren Laptops noch so richtig groß und schwer. Und da sind die auch entsprechend abhandengekommen auf irgendwelchen Bahnreisen und so weiter. Es gibt Manipulationsmöglichkeiten, ne? Vor allem, wenn ich physische Kontrolle über das Gerät habe. Szenario wäre beispielsweise, ich lasse den Rechner im Hotel und gehe abends eintrinken.
Ja, und da gibt es eben dann die Möglichkeit, dass jemand in das Hotelzimmer reingeht und den Rechner manipuliert. Und auf bestimmten Konferenzen ist sowas schon vorgekommen. Wir hatten also, ich sag mal, internationale Sicherheitskonferenzen, wo dann Leute aus dem Tor-Umfeld waren. Jens Kubiziel ist ja auch hier relativ aktiv. Wo dann einfach mal Leute versuchen, Rechner unter ihre Kontrolle zu bringen, um da zum Beispiel einen Keylogger zu installieren. Oder irgendwie Festplatten auszulesen. Anderes Einsatzszenario, ich weiß nicht, ob Sie das alle mal gelesen haben, der damalige Staatstrojaner, der ist damals 2010, 2011 bei einer Zollkontrolle aufgespielt worden. Das heißt also, es gab diesen einen, ich glaube, es war ein Arzt, der unter dem Verdacht stand, irgendwie Anabolika, also Dopingmittel zu schmuggeln. Der kam mit dem Flieger aus dem Ausland, ich glaube aus der Tschechei, an. Und da wurde halt bei einer Zollkontrolle der Rechner erstmal mitgenommen in ein Hinterzimmer. Und als er zurückgegeben wurde, befanden sich dort eben zwei neue DLL-Dateien im Windows-Verzeichnis drin. Und das war der Staatstrojaner. Clevererweise ist dieser Arzt dann nach Berlin zum CCC gefahren, hat ihnen die Festplatte gegeben und gesagt, guckt euch das mal an. Und das ist eben ein Szenario, gegen das kann ich mich teilweise schützen. Und das ist eben ein Riesenpunkt, das wird dann eben verschlüsselte Dateisysteme sein, Kryptographie. Warum Linux? Ich meine, gut, das muss ich jetzt hier auf dem Linux-Tag nicht mehr predigen, aber ursprünglich ist das Ganze mal entstanden für eine Volkshochschule, für den Linux Presentation Day heißt das, glaube ich. Also da ging es um Leute, die noch nicht so Linux-affin sind. Vorteile natürlich, es ist kostenlos, es ist frei, es ist offen. Ich kann reingucken. Ja? Es gibt auch immer, oder man hört häufig die Aussage, ich nehme Linux, das ist Open Source, das ist sicher. Nur weil etwas Open Source ist, heißt das noch lange nicht, dass es per se sicher ist. Ich kann reingucken und die Sicherheit überprüfen, ich muss es aber auch machen. Ja, und das macht in der Regel kaum jemand. Es gab also durchaus schon Angriffsszenarien auch auf Open-Source-Projekte. OpenBSD vor Jahren, ich glaube 2004, 2005 rum, hat mal jemand es geschafft, Zugang auf die OpenSSH-Server zu bekommen und eine trojanisierte OpenSSH-Version dort auszurollen. Das ist innerhalb von einem Tag aufgefallen. Aber der Angriff ist gelungen. Und bei anderen Projekten ist das vielleicht nicht so offensichtlich, dass da trojanisierte Versionen im Umlauf sind oder dass da irgendwie was manipuliert wurde. Also diese Aussage, ich habe Linux, das ist Open-Source, das ist sicher, stimmt so oder weiteres nicht. Ich müsste mal reinschauen. Und das macht eigentlich kaum jemand. Unix-Sicherheitsmodell, das ist ein ausgereiftes Modell. Nicht alle Betriebssysteme, auch aktuelle Betriebssysteme, haben entsprechend so viele Sicherheitsschichten, wie Unix hat. Das ist also auch gut abgehangen. Von vielen Unternehmen, Organisationen, Militärs und so weiter untersucht, unterstützt, angegriffen wurden. Und das ist eben entsprechend sicherer als beispielsweise ein aktuelles Android. Weil eben einfach das Betriebssystem wesentlich besser unterstützt wird, beziehungsweise ausgereift ist. Wir haben inzwischen eine sehr gute Hardware-Unterstützung und wir haben vielfältige Software verfügbar. Es geht ja im Endeffekt auch darum, dass ich mit meinem Rechner noch arbeiten können muss. Es bringt mir nichts, meinen Rechner so abzusichern, dass ich gar nicht mehr damit arbeiten kann. Ich habe das selber auch schon geschafft. Es gibt dann Sicherheitssysteme. Ich sage nachher was zu FireJail und AppArmor. Da gibt es Vorläufer. SysTrace ist einer, der stammt aus der OpenBSD-Ecke. Da kann man im Prinzip seinen Rechner so dicht machen, dass man selber gar nicht mehr arbeiten kann. Da muss ich, wenn ich ein LS machen will, mir ein Verzeichnisinhalt anzeigen will, muss ich mein Root-Passwort eingeben, damit LS die Zugriffsrechte auf das aktuelle Verzeichnis bekommt. Also da ist man dann irgendwo wieder an so einer Grenze zwischen Benutzbarkeit, ich kann damit noch halbwegs leben und ich habe Sicherheit. Ich kann einen Rechner sehr sicher machen. Es gab mal ein Sicherheitshandbuch vom US-Militär, das ist auch schon 20 Jahre her oder 25 Jahre her, zu Windows-NT-Zeiten und da hieß es, der einzig sichere Rechner ist in Stahlbeton eingegossen und auf dem Grund eines Sees versenkt. Der ist dann wirklich sehr sicher, aber da kann ich nicht mehr mit arbeiten. Und das ist eben der Kompromiss, den man finden muss. Ja, warum Ubuntu? Es gibt natürlich vielfältige Linux-Distributionen. Ich habe selber einige Zeit Ubuntu eingesetzt. Es ist recht einfach nutzbar. Ich habe viele Anwendungen, die verfügbar sind. Ich habe die Releases, die zweimal im Jahr rauskommen, also April und Oktober. Und ich habe vor allem den Long-Term-Support mit 5 Jahren Laufzeit. Das heißt, immer alle, in allen geraden Jahren im April, also 2018, 2016 und so weiter, kommt eine LTS-Version raus, die dann 5 Jahre lang von Canonical unterstützt wird. Und das ist gerade auch im, ich sag mal, professionellen Einsatz, Unternehmensumfeld durchaus wichtig, dass ich also nicht alle 2 Jahre meinen Laptop neu installieren muss, weil da irgendwas nicht mehr unterstützt wird, irgendwas nicht mehr funktioniert. Und ich habe dann die Möglichkeit, auch mit dem Alternate Install bzw. Server, ich sag mal, minimal Ubuntu runterzuladen und dann in der Installation selber zu konfigurieren. Also ich muss mir nicht unbedingt eine Ubuntu-Variante mit KDE, Gnome oder was runterladen. Ich kann auch mit der Minimalinstallation anfangen und die selber aufbauen. Und kann dann eben beispielsweise IceVM oder irgendwas anderes als Oberfläche nutzen. Weniger Abhängigkeiten, weniger Bibliotheken, weniger mögliche Sicherheitslücken. Da sind wir dann auch wieder beim Aufwand. Ich muss abwägen, welchen Aufwand will ich betreiben? Was will ich investieren? Investieren im Sinne von Linux ist zwar kostenlos, aber es kostet auch Zeit. Und Jamie Zawinski, der X-Screensaver unter anderem geschrieben hat, der hat auch mal gesagt, Linux ist nur kostenlos, wenn Ihre Zeit keinen Wert hat.
Ja, ich kann mich natürlich abends hinsetzen. Ich sage mal so, als Student, als ich noch Student war, war das kein Problem, also am Wochenende da irgendwie mich mit einer neuen Release-Version zu befassen, was auszuprobieren, 2 Stunden darauf zu verwenden, meinen WLAN-Treiber zum Laufen zu bekommen und so weiter. Wenn ich irgendwo im Unternehmen bin und arbeite, muss ich diesen Aufwand auch rechtfertigen. Ja, da habe ich einen Stundensatz, der wird abgerechnet und mein Chef will wissen, ob sich das lohnt, dass ich da jetzt 2 Stunden lang rumgoogle, was die schickste Oberfläche ist oder das lustigste Boot-Logo oder was auch immer man da machen kann. Ja, das sind alles Abwägungen, die sind dann in einem Unternehmensumfeld, professionellen Umfeld auch wichtig. Das betrifft auch Privatanwender. Wie gesagt, ich kann mich natürlich diesem, ich sag mal, so einer paranoiden Weltsicht dem Thema Sicherheit verschreiben und dann das Benutzen oder die Benutzbarkeit vergessen. Ist wieder die Frage, was bedroht mich überhaupt? Was habe ich für ein konkretes Bedrohungsszenario? Na, wer irgendwo im, Usenet ist jetzt auch nicht mehr so populär, aber wer irgendwo auf Mailinglisten oder vielleicht auf Reddit oder sonst irgendwo in Foren aktiv ist und sagt, ich habe ja Programm X, ist das sicher? Na, oder früher gab es Diskussionen, welches Betriebssystem ist das sicherste? Im Usenet noch. Und dann hat man dann gesagt, ja, Linux ist sicherer als Windows. Dann kann man sagen, ja, aber OpenBSD ist noch sicherer und so weiter. Und da ist aber die Frage, wer bedroht mich überhaupt? Ne, habe ich Angst davor, dass in meinem Laptop, auf dem sich einige private Briefe befinden, dass der mir aus dem Hotelzimmer gestohlen wird, dass ich den im Zug vergesse, dass der an der Uni geklaut wird? Oder bin ich Arzt, habe eine Arztpraxis, Hausarztpraxis, habe ich dort irgendwie EDV, die gestohlen wird? Ne, und da ist das Bedrohungsszenario dann, da sind Patientenakten drauf. Da ist es nicht mehr, oh schlimm, dass die weg sind, da ist es, oh schön, da steht der Staatsanwalt und mir droht Gefängnis, wenn ich die nicht entsprechend geschützt habe. Das gilt also für Ärzte, Strafgesetzbuch, Verrat von Privatgeheimnissen, ärztliche Schweigepflicht nennt man das, die können durchaus ins Gefängnis gehen, wenn die da ihre IT nicht entsprechend schützen. Also müssen die ein bisschen mehr Aufwand betreiben als der Privatanwender, der da seine 2 E-Mail-Accounts schützen möchte. Angefangen hat diese konkrete Schulung Ubuntu Absichern mal für Journalisten. Ich bin vor ein paar Jahren gebeten worden, für Journalisten mal eine Sicherheitsschulung zu machen, ein Sicherheitskonzept zu machen, die in Syrien unterwegs waren. Da war also das konkrete Szenario, die werden definitiv von diversen Geheimdiensten abgehört. Die wussten das auch, die sind also auch entsprechend da mit einem Sicherheitsbewusstsein rangegangen. Die wissen, dass sie eben, wenn sie in Syrien unterwegs sind, mit Satellitentelefon telefonieren, dass sie abgehört werden. Weil eben offen klar ist, dass NSA, Chinesen, Franzosen, Briten, Deutsche und so weiter in diesen Satellitentelefon drin hängen, beziehungsweise in den Netzwerken. Und die wollten halt eben auch Quellenschutz haben, wenn denen der Laptop abgenommen wird. Ne? Und da haben wir dann ein Szenario, wo nicht, ich sag mal, die deutsche Polizei steht, die bestimmte Dinge nicht tun darf, ne? Nämlich einen Gummischlauch nehmen und sie damit verprügeln, bis sie ihr Passwort rausgeben, die dort eben durchaus zum Tragen kommen. Ne? Also da gibt es dann auch Leute, die, ich sag mal, entführen, die Gewalt anwenden, um ihnen einfach das Passwort mal rauszuprügeln. Und deshalb ging es eben darum, dort eine wirklich sehr gute Sicherheitslage herzustellen, ne? Ein entsprechendes Sicherheitsszenario. Das sind Dinge, vor denen muss ich in Deutschland keine Angst haben. Niemand kann gezwungen werden, sein eigenes Passwort herauszugeben. Auch wenn Politiker, Kriminalbeamte und so weiter das gerne öfters mal fordern. Aber sowas wäre eigentlich in Deutschland nicht umsetzbar. Ist in anderen Ländern anders. Also es gibt in Frankreich das Gesetz, dass man Passwort herausgeben muss. Es gibt in Großbritannien das Gesetz. Und es gab einen pakistanischstämmigen Studenten in Großbritannien, der mehrere Monate in Erzwingungshaft saß, weil der sich geweigert hat, das Passwort für seine Festplattenverschlüsselung herauszugeben. Ja, das ist also ein Bedrohungsszenario, da muss man sich eventuell darauf einstellen. Das würde uns in Deutschland so nicht betreffen. Dann gehen wir erstmal zur Hardware. Jeder hat sicherlich schon Hardware, wenn man aber sich Hardware neu beschafft, sollte man sich überlegen, was man sich anschafft. Ich hatte auch schon Laptops oder Desktops gesehen, da konnte ich beispielsweise kein BIOS-Passwort vergeben oder kein Passwort für Festplattenverschlüsselung. Es gibt Festplatten mit Hardwareverschlüsselung, momentan eher SSDs im Trend, mit Verschlüsselung, die funktioniert aber nur, wenn ich im BIOS bzw. UEFI der SSD auch das Passwort übergeben kann. Und es gibt durchaus BIOS oder UEFIs jetzt, die können das nicht. Na, da kann ich mir also durchaus eine verschlüsselnde Festplatte oder SSD kaufen, ich kann die aber nicht einsetzen. Na, also sollte man da darauf achten, wenn man das einsetzen möchte. Ich sag mal hier professionelle Laptops, da sind wir dann irgendwo bei den berühmt-berüchtigten ThinkPads von IBM/Lenovo, die ja viele hier haben. Es gibt aber auch andere Anbieter, also gerade Dell, Latitudes und die HP EliteBooks sind da sehr zu empfehlen. Das sind also die, die in der Regel in Unternehmen gekauft werden, die für Unternehmenskunden gedacht sind. Die muss man nicht unbedingt neu kaufen, es gibt sogenannte Reseller. LabStore ist ein Beispiel, da habe ich an der Uni auch schon für unsere Mitarbeiter Sachen gekauft. Da kriegt man dann so einen Rückläufer von ThinkPad, der dann irgendwo 2 Jahre in einem Unternehmen war, kriegt den dann relativ günstig zu kaufen. Und die Dinger sind hardwaremäßig sehr gut. Die unterstützen also Festplattenverschlüsselung und so weiter, ja. Tuxedo ist auch hier immer auf dem Stand. Was haben die für Technik? Habe ich selber noch nicht reingeguckt, aber die wird zumindest sehr gut von Linux unterstützt. Ich denke mal, dass das UEFI und BIOS auch in Ordnung ist. Und im Endeffekt, soweit ich weiß, kaufen die irgendwo in China beim Hersteller die Dinger ein und basteln die dann selber zusammen. Na, also die kann man auch bei anderen Anbietern, kriegt man diese Technik, sogenannte Barebones, zu kaufen.
Ich habe bisher von den Leuten, die einsetzen, nur Gutes gehört. Ich selber hatte noch keins in der Hand, aber ich denke mal, das wäre auch geeignet. Das ThinkPad BIOS bzw. UEFI ist besonders geschützt. Also meistens ist es ja so, wenn ich irgendwo ein Passwort vergeben habe im BIOS, ich schraube den Rechner auf, ziehe irgendwo eine kleine Knopfzelle raus oder mache irgendeinen Jumper an und dann ist das Passwort weg, weil das BIOS leer ist, weil der Speicher leer ist, weil es nicht mehr speichern konnte. Das funktioniert zum Beispiel beim ThinkPad gar nicht. Wenn ich ein Boot-Passwort vergeben habe und vergesse das, komme ich an die Hardware nicht mehr ran. Weil dieses BIOS irgendwo in Epoxidharz eingegossen auf dem Motherboard sitzt, in so einem Bauteil. Und dann müsste ich das quasi entfernen und dann geht das Motherboard nicht mehr. Das heißt, wenn ich so einen Fall habe, ich habe hier jetzt auf meinem ThinkPad ein Boot-Passwort vergeben, auch für die SSD-Verschlüsselung, und ich vergesse das, muss ich das an Lenovo einschicken, beziehungsweise an Dienstleister einschicken lassen, mit einem Eigentumsnachweis, also der Rechnung, dass mir wirklich dieses ThinkPad gehört, und dann tauschen die das Motherboard aus. Also nicht mit dieser Methode, ich ziehe da mal irgendwie eine Knopfzelle raus oder mache irgendwie einen Jumper an und dann ist das Passwort weg. Na, das funktioniert hier nicht. Ja, Frage? Wegen dem Batterie raus oder Jumper oder so, dann ist das Passwort weg, aber wenn ich die SSD damit verschlüsselt habe, dann heißt das ja nur, ich komme nicht mehr an die Daten auf der SSD ran, oder? Nein, das Passwort auf der SSD bleibt, das wird in der SSD gespeichert und ich kann dann die SSD auch in einen anderen Rechner reinstecken und kann dann dort, wenn ich das Passwort kenne, die SSD ganz normal booten. Ich sag mal, das ist so eine Art Convenience-Funktion. Beim ThinkPad ist es so, ich kann für den Benutzer, für den Administrator und für die Festplatte ein Passwort setzen. Die müssen nicht gleich sein. Ich kann zum Beispiel im Unternehmen sagen, der Admin verbietet zum Beispiel Booten von USB-Stick. Und der Admin-Zugang wird mit einem Passwort geschützt. Und für die Mitarbeiter gibt es auch ein Passwort. Das ist nur, damit niemand an den Rechner rankommt. Das ist ein zweites Passwort. Da können die auch ins BIOS reingehen, können aber zum Beispiel nicht diese USB-Boot-Funktion wieder anmachen. Und für die Festplatte kann ich dann ein drittes Passwort vergeben, wenn man das will. Die meisten machen es so, dass sie halt Admin- und Festplattenpasswort gleichsetzen und dann nur ein Passwort eingeben müssen. Wenn ich eine verschlüsselte Festplatte oder SSD habe, die speichert ihr Passwort selber. Sonst könnte ich die auch in einem anderen Rechner nicht mehr nutzen. Es gibt dann noch Möglichkeiten, das zu unterbinden, zum Beispiel unter Windows mit dem BitLocker. Da kann man mit diesem Trusted Computing Rechner und Festplatte verheiraten, aber das wäre dann auch für mich ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Weil da dann die Gefahr besteht, Hardware kaputt, ich komme nicht mehr an die Festplatte ran. Das kann ein gewünschtes Ziel sein. Wenn ich ein ordentliches Backup habe und so weiter, kann ich das durchaus einrichten. Das geht wohl auch über diverse Clipzüge mit Linux, aber da habe ich mich selber nicht mit befasst, weil ich da keinen Anwendungszweck für sehe. Wie gesagt, Wegwerf-Laptop. Es gibt auch Manipulationen in Hardware. Keylogger und so weiter gibt es zum Beispiel für einen USB-Anschluss zu kaufen. Stecke ich dann zwischen USB-Buchse und Tastatur und dann kann ich jeden Tastendruck mitschneiden, inklusive Passwörter. Das wird dann gespeichert, da ist dann irgendwie so 4, 8, 16 Megabyte Speicherplatz drin. Das reicht für sehr viele Tastatureinschläge. Und dann stecke ich das irgendwo am Rechner ran. Und in der Regel guckt ja der Benutzer nicht am Tastaturkabel nach, ob da irgendwas Neues dran ist. Sondern das Ding steht da unter dem Schreibtisch. Die meisten Benutzer wissen auch nicht, was genau der Computer ist. Das Ding, wo man gegentritt und wo man eventuell mal einen Stick reinsteckt. Sowas lässt sich natürlich auch bei einem Laptop einsetzen. Dass man da also versucht, irgendwie einen Keylogger unter die Tastatur zu machen. Also 4 Schrauben lösen, Tastatur rausnehmen, Keylogger zwischenstecken, Tastatur wieder reinsetzen. Das sind Angriffsszenarien, die kann man sich durchaus vorstellen. Und deswegen gibt es zum Beispiel die Empfehlung für unsere Wirtschaftsdelegationen vom Verfassungsschutz aus, wenn sie nach China fahren, holen sie sich ein billiges Netbook und wenn sie zurückkommen, schmeißen sie das Netbook weg. Wenn sie also den Verdacht haben, dass da am Flughafen irgendwie der Laptop irgendwie mal weggenommen wurde. Es gibt also auch Hardwareangriffe. Es gibt auch noch ganz andere Angriffe. Was ich ganz interessant finde, es gibt so dieses Airgap. Also man denkt sich, wenn ich den Rechner nicht ins Netzwerk hänge, kann ihm nichts passieren. Ich kann aber beispielsweise, hat jemand sein, da sehe ich gerade ein Handy liegen, ein Smartphone. Wenn ich mich in das Smartphone reinhacke, kann ich zum Beispiel den Erschütterungs- oder den Lagesensor des Smartphones abzapfen. Da sind ja die Lagesensoren, ob ich das den Bildschirm drehe, also das Handy drehe, da sind Erschütterungssensoren drin. Manche Laptops haben die auch eingebaut, dass die im Falle eines Sturzes die Festplatte abschalten. Und darüber kann ich dann zum Beispiel sehen, welche Tasten sie antippen. Also ich kann über die Erschütterung, die von der Tastatur auf die Tischplatte übergeht, die dann aufs Handy übergeht, aus dem Handy heraus rauslesen, was sie für ein Passwort auf der Tastatur eingeben. Das klingt jetzt erstmal esoterisch. Nein, das funktioniert. Also ich bin auch in einem wissenschaftlichen Beirat für eine Security-Konferenz in Wien. Und wir haben, ich glaube, 2010 oder 2011 das erste Mal ein Paper eingereicht bekommen. Der Typ, der das eingereicht hat, war auch nur Russe. Da ging bei uns erstmal die Alarmglocken an, wir haben das gelesen und gesagt, das ist esoterisch, das funktioniert nie im Leben, was der da vorhat. Es hat funktioniert. Und zwar hat er vorgeschlagen, dass man, wenn man sich in den Rechner reinhackt,
die Verbindungskabel zwischen Rechner, also Desktop und Monitor, das ganz normale VGA oder HDMI-Kabel, als Antenne benutzt, um Daten zu übertragen. Das heißt, ich hacke mich in den Rechner rein und übertrage dann über das Monitorkabel irgendwelche Schwingungen im Megahertz-Gigahertz-Bereich und die kann ich dann von einem anderen Rechner, wo ich dann das Monitorkabel als Antenne umprogrammiere, kann ich die Daten wieder auslesen. Da haben wir gedacht, okay, Verschwörung, Spinner. Nein, er hat recht, es funktioniert. In Israel, im University of the Negev, also das ist da irgendwie etwas außerhalb, gibt es eine Forschungsgruppe, die befasst sich da seit Jahren mit. Die hauen regelmäßig solche Paper raus. Die haben also das mit dem Handy gemacht, die haben das mit dem Monitorkabel gemacht, die haben sich an der Uni einfach mal so spaßeshalber im Rechenzentrum in die Klimaanlage reingehackt und haben über den Thermosensor, über den Raumtemperatursensor der Klimaanlage zurückgerechnet, was die CPU der Rechner gerade macht, der Computer, und haben darüber dann kryptografische Systeme angegriffen. Eine sogenannte Seitenkanalattacke. Was rechne ich da gerade? Welche Primzahl wird da gerade berechnet? Und da ist jetzt ganz vielen Leuten auf einmal ganz böse Angst geworden. Wobei man sagen muss, das sind jetzt Angriffe, die sind aufwendig, die sind teuer. Das machen Geheimdienste. Das macht jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, irgendwie eine Nachbarin, die sich daran stört, dass ich nachts zu laut Musik höre oder sowas. Das ist wieder die Frage, wer betreibt welchen Aufwand, um mich anzugreifen. Hardware-Manipulation, wie gesagt, der Staatstrojaner ist eine Hardware-Manipulation gewesen, beziehungsweise es wurde einfach mal der Rechner angemacht, die Festplatte ausgebaut, an einen anderen Rechner gesteckt und schon kann ich da, weil ich an dem anderen Rechner Administrator oder Root bin, die Daten auslesen. Also die normale Zugriffskontrolle des Betriebssystems, egal ob Windows, Linux, OS X oder was auch immer, Solaris, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, HPUX, OSF1, lässt sich aushebeln, indem ich ein anderes Betriebssystem boote. Ein Angriffsszenario, ich baue die Festplatte aus, stecke die in meinen Rechner. Oder ich nehme einen USB-Stick mit Knoppix, Tails, was auch immer. Und schon sind die ganzen Linux-Zugriffsrechte, hier RWX, 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 hinfällig. Deshalb Hardware-Verschlüsselung. Es gibt zum Beispiel von Samsung SSDs verschiedenste Reihen, inzwischen auch schon Nachfolger, 960 und so weiter. Die gibt es gar nicht ohne Verschlüsselung. Das heißt also, diese ganzen Samsung-Reihen, 850, 59, 69 und so weiter, egal welche Bauform, ob noch 2,5 Zoll SATA oder NVMe und was es da alles gibt, die haben immer Hardware-Verschlüsselung im Controller drin. Die gibt es gar nicht ohne. Und da habe ich auch keinerlei Performance-Einbußen. Egal ob die Hardware, also wie gesagt, die Hardware ist immer an, ich kann sie eigentlich gar nicht abschalten. Das Einzige, was ich machen muss, wenn die ausgeliefert wird, ist kein Passwort gesetzt. Das heißt, ich muss in mein BIOS gehen, Festplattenpasswort vergeben und schon kommt man ohne Kenntnis dieses Passworts nicht mehr an diese verschlüsselten Daten ran. Es gibt inzwischen auch andere Anbieter, die im Controller Verschlüsselung anbieten. Intel ist bekannt. Ja, wen gibt es da noch? Andere Sachen. Wer sich dafür interessiert, ich kann nur die Seite Hardware-Schotte empfehlen. Das ist eigentlich so eine Preissuchmaschine. Da kann man dann nach SSDs suchen, kriegt die besten Preise angezeigt, kann sortieren nach Preisen, nach Größen und so weiter. Und die haben zumindest immer die Information, ob da Verschlüsselung mit dabei ist. Ja. Ubuntu bietet doch zum Beispiel bei der Installation die Option an, die Festplatte zu verschlüsseln. Ja. Das ist eine Softwareverschlüsselung. Das hat damit nichts zu tun. Das ist was anderes. Okay. Gehe ich aber gleich noch drauf ein. Was noch interessant ist, es gibt einen Standard, der nennt sich hier Opal-TCG. Stammt irgendwie aus dem US-Militär, aus dem öffentlichen Dienst, ist dort standardisiert und das ist ein Standard für Festplattenverschlüsselung. Ja, und wenn eine SSD oder Festplatte sowas unterstützt, heißt das, da ist Hardwareverschlüsselung drin. Und das Ganze ist eben standardisiert, das heißt, es ist relativ egal, was für ein Betriebssystem ich habe, was für Hardware ich habe, wenn die Hardware das unterstützt. Aber ich hatte beim Vortrag vorgeschlagen, dass ich nach der Hardwareverschlüsselung auch Softwareverschlüsselung einsetze, zum Beispiel eben bei Ubuntu Lux als Festplattenverschlüsseler. Da kam dann vor 2 Jahren nach dem Vortrag jemand auf mich zu und fragte mich, warum soll ich denn nach der Hardwareverschlüsselung noch Softwareverschlüsselung machen? Der Punkt ist, ich kann nicht reingucken. Samsung sagt mir, dass wir da Verschlüsselung haben. Stimmt das überhaupt? Ist die SSD verschlüsselt? Und wenn ja, ist sie richtig verschlüsselt? Und Überraschung, es gibt Sicherheitsprobleme. Ein Beispiel, Western Digital, hat vor ein paar Jahren Festplattenverschlüsselung für Festplatten angeboten. Und wenn ich Verschlüsselung mache, brauche ich immer einen sogenannten Initialisierungsvektor. Ich habe morgen einen Vortrag zu verschlüsselten Dateisystemen. Da gehe ich nochmal im Detail ein bisschen näher drauf ein. Da geht es unter anderem darum, dass ich am Anfang eine Zufallszahl brauche, damit die Verschlüsselung richtig in Gang kommt. Die sollte möglichst zufällig und möglichst unbekannt sein. Western Digital war so clever und hat einfach das Produktionsdatum der Festplatte genommen. Was steht auf jedem Etikett jeder Festplatte drauf? Das Produktionsdatum. Also dieser möglichst geheime, möglichst zufällige Wert steht im Etikett quasi im Klartext drauf.
Das heißt also nicht, dass ich die Festplatte per se erstmal sofort entschlüsseln kann, aber Angriffe auf die Verschlüsselung sind wesentlich einfacher geworden. Ne, weil Produktionsdatum, es wird immer die Woche angegeben, also ich weiß, in welcher Kalenderwoche das Ding produziert wurde. Ja, und wenn die dann halt irgendwie einen Zeitstempel genommen haben, dann ist dieser mögliche Wert massiv eingegrenzt. Ne, von Montag 0 Uhr bis Sonntag 0 Uhr. Und das sind eben nur endlich viele Minuten oder Sekunden. Das sind zwar viele, aber man kann sie abzählen und ein Computer kann sowas problemlos durchprobieren. Anderes Problem, ich habe jetzt hier blöderweise auf den Folien nicht das Paper verlinkt, aber letztes Jahr, vor Oktober, November, kam ein Paper raus, da haben sich mal ein paar Leute unter anderem auch die Samsung-SSDs, also die angeguckt, die Intel-SSDs und die von dem anderen Hersteller, wo mir gerade der Name entfallen ist, die haben Implementierungsprobleme. Unter anderem gab es dann eben einen Hersteller, der hat dann zwar Verschlüsselung aktiviert und hat auch ein Passwort abgefragt, aber beides hatte nichts miteinander zu tun. Das heißt, der Benutzer konnte im Prinzip dort Passwörter vergeben, wie er Lust und Laune hatte. Das hatte keinerlei Einwirkung auf die Festplattenverschlüsselung, weil die Festplattenverschlüsselung mit einem festen Passwort hart einkodiert war. Das heißt also, wenn ich dieses Passwort kannte, das war bei allen SSDs gleich, dann konnte ich jede verschlüsselte Festplatte damit entsperren und auslesen. Und das betrifft eben auch so namhafte Hersteller wie Samsung. Das ist kein kleiner Konzern. Das ist ein Riesenkonzern, die machen gute Technik. Die SSDs von denen sind top, die Qualität ist super. Auch die Schreiblesezyklen, die da am Durchsatz bringen, Lebensdauer und so weiter. Aber die machen halt in der Verschlüsselung da so Riesenprobleme. Deshalb gehe ich nachher noch kurz auf Lux und Co. ein, also auf Softwareverschlüsselung. Weil Open Source, Ubuntu, Linux, da kann ich reingucken, ob das Lux in Ordnung ist. Oder EncFS oder was es da noch so an Kryptosystemen gibt. Und das machen auch Leute. Also es gibt Leute, die da reingucken, die da auch regelmäßig Fehler entdecken. Ein anderes Beispiel jetzt mit Unternehmen, das hat jetzt nichts mit Hardwareverschlüsselung zu tun, aber es gab ja mal diesen großen Hack des PlayStation-Netzwerks, ne, wo dann eben in den USA gerade Kreditkartendaten häufig hinterlegt sind. Ne, da kann man ja Spiele und so weiter, Add-ons kaufen und die Amis nutzen halt ihre Kreditkarten dafür und haben diese Kreditkartendaten dort hinterlegt. Und diese Daten, dieser Datenbankserver wurde gehackt, Sonys Datenbankserver wurde gehackt und da stellte sich raus, dass die da zwar Verschlüsselung hatten, aber sehr, sehr schlecht implementiert. Und das Interessante ist, Sony ist ein Riesenunternehmen. Sony ist nicht nur ein Riesenunternehmen mit viel Geld, die haben auch eine eigene Kryptoabteilung. Die ist allerdings damit beschäftigt, Kopierschutzverfahren zu implementieren. Ja, da sind sie gut, da geben sie auch Geld für aus. Aber die Kreditkartendaten der eigenen Kunden schützen, das machen sie dann doch nicht richtig. Ja, obwohl sie die Leute da haben. Es ist nicht so, dass die jetzt für Tagessätze von 5.000 Euro oder irgendwelche externen Experten brauchen. Ja, die haben die Leute da, bloß die machen halt Kopierschutzverfahren. Ja, dann nochmal ein Hinweis, was es auch gibt, Hardware-Sicherung. Ich weiß nicht, ob Sie das sogenannte Kensington-Schloss kennen. Die ThinkPads haben es definitiv und die meisten Business-Laptops haben es auch. Das ist so ein kleiner Schlitz irgendwo am Gehäuse. Da ist in der Regel so ein Vorhängeschloss mit einem K drin als Symbol neben. Müsste irgendwo hinten oder an der Seite sein bei den ThinkPads. Und da kann man unter anderem hier so ein Schloss ranmachen, so ein Stahlkabel. Ja, das ist jetzt nicht hochsicher. Also das sind die teuren Stahlkabel, die sind von Kensington. Die haben, glaube ich, 80 Euro gekostet, als wir die an der Uni beschafft haben. Die sind auch schwer. Die kriege ich aber trotzdem mit entsprechendem Aufwand geknackt. Also wenn ich mit einem großen Bolzenschneider andrücke, wie ihn die Feuerwehr verwendet, kriege ich das Ding auch durch. Aber das ist nicht das Einsatzszenario. Und es geht darum, dass ich, wenn ich den Laptop mal irgendwo zum Beispiel hier am Stand habe, dass nicht jemand im Vorbeigehen das Ding einsackt und mitnimmt. Man ist nicht dazu gedacht, dass ich meinen Laptop nachts unbewacht am Hauptbahnhof stehen lasse. Und was auch interessant ist, bei manchen Laptops gibt es zwar den Schlitz, aber der ist bloß in die Plastik reingefräst. Das heißt, ist das Ding ab. Ne? Knick, knack und weg. Bei den ThinkPads, bei den Dells und den HP-Laptops ist es so, da ist Metall hinter, da kriege ich das Ding nicht ab. Ich weiß, aus leidlicher Erfahrung davon zu sprechen, ich habe nämlich zu Hause ein ThinkPad, da befindet sich noch dieser Kopf dran. Ne? Ich konnte zwar das Stahlkabel dann mit sehr viel Aufwand durchsägen, aber ich habe diesen Kopf nicht abgekriegt. Also das war eine Billigvariante von so einem Schloss, nicht die teure Variante. Da hat sich irgendwie in das Schloss verabschiedet, ließ sich nicht mehr öffnen, auch nicht mehr picken, also mit einem Dietrich öffnen. Und da war meine einzige Lösung nachher, dass ich halt hier quasi das Kabel abgeschnitten habe und da klebt jetzt immer noch dieser Kensington, also dieser Kopf dran von dem Schloss. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie gesagt, um zumindest mal zu verhindern, dass jemand im Vorbeigehen einfach mal den Laptop mitnimmt. Gibt es auch bei Beamern, gibt es auch stellenweise bei Fernsehern, bei Festplatten gibt es auch manchmal solche Kensington-Schlitze, wo man dann eben die Dinger damit sichern kann. Muss mal schauen, ich habe doch Internet hier. Na, hier sieht man das an einem MacBook dran. Und das ist hier quasi dieser Schlitz. Ja, also mehr ist das nicht, einfach nur so ein Loch, wo man das Ding dann reinstecken kann. Da ist innen so ein T-förmiger Zapfen, der wird dann rumgedreht, Schlüssel abgezogen und dann ist der Laptop im Prinzip zumindest vor Mitnahme gesichert. Und beim ThinkPad
sieht man das dann hier. Aber da hat man auch so einen kleinen Schlitz irgendwo hinten oder an der Seite, je nach Modell. Zum Thema Verschlüsselung, was ist empfehlenswert, was kann ich machen? Ich werde hier nicht ganz tief in die Details gehen. Wie gesagt, ich habe morgen einen Vortrag zum Thema verschlüsselte Dateisysteme. Da werde ich mehr in die Details reingehen, einfach auch aus Zeitgründen. Ich werde trotzdem was zur Verschlüsselung sagen, weil sie extrem wichtig ist. Was kann ich machen, was sollte ich machen? Verschlüsselung der gesamten Festplatte. Das ist Ihre Frage, die vorhin schon kam. Es gibt da dieses bei der Installation, fragt er mich, ob ich die Festplatte verschlüsseln will. Das sollte ich definitiv machen. Also eingesetzt wird hierfür in der Regel Lux mit LVM oder DM-Crypt, je nachdem, welche Ubuntu-Variante man installiert, hat man da eben mehr oder weniger Details als Informationen. Manche fragen ja nur, wollen Sie die Festplatte verschlüsseln? Ja, und dann wird ein Passwort abgefragt, gut ist. Die machen den Rest automatisch. Wenn ich die Alternate- oder Server-Version habe, dann kann ich das alles selber konfigurieren. Will ich die gesamte Festplatte verschlüsseln, einen Teil der Festplatte, Partitionen einrichten und so weiter. Das hängt wieder davon ab, wie fit Sie sind und was Sie da selber konfigurieren möchten. Ja, aber inzwischen ist es so, dass die aktuellen Distributionen alle die Festplattenverschlüsselung anbieten. Es gab eine Zeit, da war das nicht so. Da hatte man dann bei Lubuntu, Kubuntu, Xubuntu und wie die alle heißen, nicht die Möglichkeit bei der Installation diese Festplattenverschlüsselung auszuwählen. Da musste man dann auf diese Alternate-Version zurückgreifen und das selber einrichten. Das hat sich zum Glück inzwischen geändert. Ist empfehlenswert, weil damit die gesamte Festplatte geschützt ist. Auch der Bereich Auslagerungsspeicher, temporäre Dateien und so weiter. Ja, wenn ich jetzt als Alternative sag mal, nur das Home-Verzeichnis verschlüssele, kann es immer noch sein, dass OpenOffice, LibreOffice oder VI, Vim, Texteditor einfach mal eine temporäre Datei irgendwo hinschreibt, wo keine Verschlüsselung aktiviert ist. Mal dann /temp und dann ist da irgendwie eine temporäre Datei. Ja, und die ist dann unverschlüsselt. Und wenn der Rechner aus ist, kann ich die eventuell noch auslesen aus diesem unverschlüsselten Bereich. Deshalb Festplatten-Vollverschlüsselung aktivieren. Es gibt immer einen Bereich der Festplatte, der kann nicht verschlüsselt werden, das ist /boot. Das ist also die Partition, der Teil des Betriebssystems, der erstmal starten muss, damit das Betriebssystem hochfährt und damit mich Ubuntu nach dem Passwort fragen kann. Man kann eventuell, wenn man möchte, das Ganze auf einen USB-Stick auslagern und mit Gruppen ein bisschen was machen. Das geht aber dann schon sehr tief ins Detail. Ich nutze das zum Beispiel auch nicht, weil einfach der Aufwand dann zu hoch wird. Ich muss immer diesen USB-Stick dabei haben. Ohne diesen USB-Stick bootet mein Rechner nicht. Wenn der kaputt ist oder weg ist oder anderweitig nicht verfügbar ist, ist mein Laptop auch nicht benutzbar, weil ich nicht booten kann. Und da ist mir einfach dann auch der Aufwand zu hoch. Was dann angeboten wurde, das ist jetzt in den aktuellen Ubuntu-Versionen nicht mehr der Fall, ist die Verschlüsselung des Home-Verzeichnisses. Also, oh, da führt die Tilde vor. Also /home/Stefan oder wie auch immer Sie sich da als Benutzer nennen. Das war jahrelang bei Ubuntu üblich. Dazu hat man ecryptfs eingesetzt. Das steht jetzt so ein bisschen auf der Kippe, die Zukunft von ecryptfs. Offiziell wird es wohl noch weiter gepflegt. Es gab wohl massive technische Schwierigkeiten, das bei 18.04 bzw. 18.10 zum Laufen zu bekommen. Was wohl auch daran liegt, dass der Hauptentwickler weggegangen ist von Canonical. Der kam also, IBM hat das ursprünglich mal entwickelt. Dann hat Ubuntu bzw. Canonical diese Entwicklergruppe übernommen und der ist jetzt ausgestiegen, hat keinen Bock mehr oder macht was anderes, was auch immer. Das heißt, inzwischen ist es so, dass diese Verschlüsselung des Home-Verzeichnisses nicht mehr angeboten wird. Man kann es immer noch von Hand machen. ecryptfs ist aber, ich sag mal, konfigurationsmäßig überhaupt nicht schön. Weil das eben auch ganz stark an Ubuntu angepasst ist. Also auf Ubuntu geht's, aber wenn ich das, ich habe es mal spaßeshalber auch probiert, hier auf meinem Arch Linux oder auf einer anderen Variante, da kriegt man echt graue Haare. Insofern würde ich sagen, wer jetzt vielleicht vor 2 Jahren sich ein Ubuntu installiert hat, wird das wahrscheinlich aktiviert haben. Man kann es weiter nutzen, es ist transparent für den Nutzer, weil als Passwort für die Verschlüsselung immer das Benutzerpasswort genommen wird. In der Zukunft spielt es keine Rolle mehr. Und ich denke mal, ecryptfs wird dann irgendwann einfach obsolet veraltet sein. Ich kann stattdessen andere Verschlüsselungsverfahren nutzen. Das sind die, die ich dann morgen im Detail weiter vorstellen werde. EncFS historisch gewachsen. Problem ist nur EncFS, erste Entwicklung 2003. Da hat sich ein bisschen in der Kryptographie was getan. Also da gibt es auch Sicherheitslücken bzw. Angriffsmethoden, die darauf hinweisen, dass EncFS nicht mehr sicher ist. Der Entwickler hat damals, 2014 war das glaube ich, versprochen, EncFS 2.0 wird das alles bereinigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass EncFS 2.0 jemals erscheinen wird, strebt langsam gegen Null. Weil der auch einer Erwerbstätigkeit nachgehen muss. Das ist ein Franzose und der hat inzwischen schon kaum noch Zeit, die alte Version weiter zu pflegen. Also bekannte Fehler zu stopfen. Insofern kann man davon ausgehen, EncFS, vielleicht noch aus historischen Gründen, wenn man da sein Backup-Archiv mit aufgebaut hat, kann man das weiter nutzen. Ansonsten empfiehlt es sich, eins dieser beiden Systeme zu nutzen, GoCryptFS oder CryFS. Das sind
sogenannte Stacked-Dateisysteme. Das heißt, die basieren auf Fuse. Das heißt, ich kann als Benutzer ganz normal Verzeichnisse damit verschlüsseln, mit einem Passwort. Und die liegen dann auch ganz normal als Datei im Dateisystem verschlüsselt rum. Die liegen in einem beliebigen Verzeichnis und die kann ich auch ganz normal hin und her kopieren. Ja, das heißt, wenn ich einfach mal ein Backup machen will, nehme ich einfach das Verzeichnis, schiebe es auf einen USB-Stick und habe die Daten gesichert. Und ich habe die nicht nur gesichert, die sind dort auch verschlüsselt. Ja, das heißt also, auf dem USB-Stick kommt keiner an die Daten ran, wenn er nicht das Passwort kennt. Ich kann Dateien einzeln verschlüsseln. Ganz wichtig ist auch das CryFS, wenn ich zum Beispiel Daten in die Cloud schieben will. Ja, also das ist ein verschlüsseltes Dateisystem. Das wurde in Karlsruhe am KIT entwickelt von einem Masterstudenten, der das als Masterarbeit entwickelt. Speziell mit dem Szenario, ich möchte meine Daten bei Dropbox, Google, wem auch immer, OwnCloud, NextCloud, verschlüsselt hinterlegen. Ja, weil da habe ich nämlich zum Beispiel das Problem, bei EncFS ist es so, ich kann zwar den Dateiinhalt nicht lesen oder den Dateinamen, weil die verschlüsselt sind, ich sehe aber, wie groß ist eine Datei, wie viele Dateien liegen im Verzeichnis, wann wurde die Datei das letzte Mal geändert. Also man sieht, ob ich da eine 1 Gigabyte Datei habe oder 1003 Megabyte Dateien. 1003 Megabyte Dateien könnten vielleicht JPEGs sein, Fotos oder so. Das sind Informationen, die ich bekomme. Und das versucht eben CryFS zu verhindern, indem auch diese Metadaten zerlegt werden. Was ganz wichtig ist, Kryptographie steht und fällt mit dem Passwort. Und es gab schon diverse Passwortbrüche, Leaks und so weiter. Da hat man dann durchaus gesehen, dass viele Benutzer schlechte Passwörter nutzen. Wir hatten den Fall mit Western Digital, dass die da das Produktionsdatum mitgenutzt haben als Initialisierungsvektor. Es gibt, ich sag mal, normale E-Mail-Anbieter, die gehackt wurden, wo Benutzerdaten veröffentlicht wurden, wo man dann gesehen hat, dass da auch schlechte Passwörter verwendet werden von den Nutzern. Meine Empfehlung heutzutage mindestens 12 Zeichen für ein Passwort, Groß- und Kleinschreibung, Ziffern, Sonderzeichen und keine Wörter aus dem Wörterbuch. Wobei ich die 12 Zeichen schon wieder etwas erhöhen würde. Ja. Haben wir da auch dann ein Szenario gefragt? Also ich muss ja nicht jedes Konto so absichern, denke ich, oder? Im Prinzip schon. Um starken Passwort her, meine ich. Also gerade, ich sage jetzt mal, wichtige Sachen, Festplattenverschlüsselung sollte man mit einem ordentlichen Passwort belegen. Online-Konten, ich sage jetzt mal von web.de über eBay, Amazon und so weiter, werden massenhaft automatisiert angegriffen. Und das Problem ist, ich muss ja dann Amazon, eBay, web.de und wie sie alle heißen, vertrauen, dass die das ordentlich implementieren. Und deshalb habe ich jetzt mal so einen kleinen mathematischen Hintergrund, beziehungsweise auch einen praktischen Teil mitgebracht. Da will ich mal zeigen, wie man Passwörter knackt, wie einfach das ist, wie schlecht Passwörter stellenweise gesichert sind durch die Anbieter. Und vielleicht können wir die Frage dann danach beantworten. Ich werde einfach mal ganz kurz erzählen, wie werden Passwörter überhaupt gespeichert? Beziehungsweise, warum kann man Passwörter eigentlich knacken und wie werden Passwörter angegriffen? Wenn ich Passwörter speichere, dann werden die in der Regel in einem sogenannten Hash gespeichert. Wenn ich das Passwort im Klartext hinterlege, habe ich das Problem, Root, also Administrator, kann jede Datei öffnen. Der kann dann auch die Datei öffnen, in der die Passwörter drinstehen. Schlecht. Also muss das Passwort irgendwie so abgelegt werden, dass Root das nicht ohne weiteres weiß, was da für ein Passwort hintersteckt. Und dazu nutzt man beispielsweise Hash-Funktionen. Hash steht hier für eine mathematische Einwegfunktion. Das heißt, der Weg von einer Eingabe, den Hash zu berechnen, diesen Wert, ist sehr, sehr einfach. Geht mathematisch gesehen sehr schnell. Wenn ich aber einen Hash habe, kann ich das Passwort eigentlich gar nicht zurückrechnen. Oder halt mit so einem Aufwand, dass ich das nicht innerhalb von einer Lebenszeit irgendwie auf die Reihe bekomme. Ich habe hier mal 4 oder 5 Eingaben mitgebracht. Sie sehen hier sogenannte MD5-Hash. Das ist also ein Verfahren, das in der Wildnis immer noch eingesetzt wird, obwohl es schon seit Jahren veraltet und nicht mehr empfohlen wird, veraltet ist. Wenn ich als Passwort Magdeburg eingebe mit großem M, wird dieser Hash erzeugt und diese Zeichenkette wird gespeichert. Wenn ich mich dann wieder anmelde am Rechner oder am E-Mail-Account oder wo auch immer, dann gebe ich mein Passwort ein, tippe das ein und dann wird der Hash erneut berechnet für die Eingabe, für das, was ich eingetippt habe. Und wenn ich das Passwort korrekt eingegeben habe, Magdeburg mit großem M, dann wird hier 59ACEA und so weiter berechnet und der Computer weiß, Passwort ist richtig, darf sich einloggen. Wenn ich mich vertippe, kleines M, kommt hier hinten eine ganz andere Zeichenkette raus. Und dann weiß der Computer, stimmt nicht überein, Passwort falsch, nochmal. Wichtig ist bei diesem Hash, sollte man wissen, wenn sich ein Zeichen ändert, ändert sich der komplette Hash. Das ist mathematisch so gewollt, als der Hash entwickelt wurde, also diese Mathematik dahinter gebaut wurde.
Das ist eine Anforderung, das nennt sich Lawineneffekt. Also ein Zeichen ändert sich vorne, hinten an der Ausgabe kommt dann so eine riesen Lawine an. Was auch wichtig ist, egal wie lang die Eingabe ist, der Hash ist immer gleich lang. Immer dieselbe Stellenanzahl. Ich könnte als Passwort auch den kompletten Herr der Ringe abtippen. Der Hash bleibt trotzdem so lang, wie hier auf der Folie gezeigt. Anderes Anwendungsszenario für Hashes ist zum Beispiel bei der Datenübertragung. Wenn ich jetzt bei Ubuntu irgendwie ein ISO runterlade, die aktuellste Version, dann finde ich da in der Regel irgendwo so ein SHA-1, SHA-256, MD5 oder was auch immer Hash. Selbe Idee. Wenn ich die Datei runterlade und bei der Übertragung geht was schief, irgendeine Störung auf der Leitung, dann kann ich das einfach rausfinden, indem ich den Hash neu berechne. Ich lade die Datei runter und bevor ich die DVD brenne oder es auf einen USB-Stick schiebe, berechne ich den Hash neu über ein Programm. Und wenn die Hash-Werte übereinstimmen, weiß ich, die Datei ist in Ordnung, ich kann installieren. Wenn die Hash-Werte nicht übereinstimmen, weiß ich, die Datei ist kaputt, muss ich noch runterladen. Ja? So wegen der Länge oder wegen Wörterbuchstand vorhin drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Passwort habe, wie wer nicht im Video gesehen will, 2,4 Fragezeichen. Mhm. Ist das dann ein gutes oder ein schlechtes? Das ist schon ein sehr gutes Passwort. Ja. Auch wenn es Kombinationen aus vielen verschiedenen Wörtern aus Wörterbuch ist. Ja, da gehe ich aber nochmal drauf ein. Ja. Kurz die Frage, wenn der Hashwert immer gleich lang ist. Ja. Unabhängig von der Länge vom Passwort, ja, ist dann aber einer gewissen Passwortlänge dann nicht einfacher, den Hash direkt anzugreifen oder geht es gar nicht? Wie die, was meinen Sie mit direkt angreifen, den Hash? Entweder der Hash verglichen oder das Passwort selber. Der Hash. Ja. Hm? Gäbe es dann die Möglichkeit, dass man quasi anstatt Passworte einzugeben, direkt Hash-Werte sendet wild mit einem Brute-Force-Angriff oder was, wenn ich davon ausgehe, dass das Passwort länger ist? Also mal als Beispiel, Sie wollen einen GMX-Account hacken und Sie senden dort einen Hash, dann wird der von GMX auf den Servern von GMX nochmal gehasht. Ja, und dann funktioniert das nicht. Sowas würde nur funktionieren, wenn Sie direkt Zugriff auf die Passwortdatenbank haben. Da gibt es aber andere Angriffe oder andere Angriffsmöglichkeiten. Ich würde auch vorschlagen, ich mache nochmal die Folien zu Ende und dann gucken wir mal, ob sich das vielleicht geklärt hat am Ende der Folie. Es ist schon mehrfach der Ausdruck Wörterbuchangriff gefallen. Da geht es um die Frage, naja, was passiert denn, wenn ich alle Passwortkombinationen durchprobiere? Ich habe hier mal so ein Aktenkofferschloss abfotografiert. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viele mögliche Kombinationen habe ich denn an so einem Aktenkofferschloss? Wer weiß es? Übliche Antwort, die in der Regel kommt, ist 999. Ist aber falsch, das sind 1000. Weil es gibt zwar die 999 als höchste Zahl, aber die 000 gibt es ja auch noch. Und rein formal gesehen ist es so, Alphabet hoch Länge. Alphabet heißt hier in dem Fall Buchstaben oder Zeichen, die ich habe, 0 bis 9, also 10 Ziffern. Und ich habe 3 solche Zahnräder, also 10 hoch 3 hätte ich 4 Zahnräder, 10 hoch 4 und so weiter. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich hatte nämlich blöderweise mal so einen Aktenkoffer in der Schule und meine Mitschüler fanden es lustig, meine Zahlenkombinationen regelmäßig zu verstellen. Also saß ich dann da im Deutschunterricht und musste durchprobieren. Und irgendwann geht das Ding einfach auf, weil auch 1000 Kombinationen lassen sich in einer endlichen Zeit durchprobieren. Hier vielleicht 10 Minuten oder so. Und das ist natürlich auch die Frage, wenn ich Passwörter habe. Na, angenommen, ich habe hier einfach mal ein fünfstelliges Passwort, das aus den 26 Kleinbuchstaben zusammengesetzt ist. Diese Information habe ich. Dann weiß ich, dass es 11,88 Millionen und so weiter Passwortmöglichkeiten gibt. Und die kann ich durchprobieren. Ne? AAA, AAB, AAC und so weiter. Das mache ich entweder von Hand, indem ich immer bei GMX da dieses Passwort eingebe oder ich automatisiere das mit irgendeinem kleinen Shell-Skript. Ne? Oder Perl oder Python oder was auch immer. Solche Angriffe, die Programme gibt es schon fertig. Das ist auch nichts Neues, das hat man schon in den 80er Jahren erkannt, dass diese Angriffe funktionieren. Die Fragestellung ist natürlich, wie schnell kriege ich diese 11,8 Millionen Passwörter durchprobiert? Wie lange brauche ich also, um das Zahnrad weiterzudrehen und den Knopf zu drücken? Und da kann man einfach mal so ein kleines Gedankenexperiment machen. Ich habe hier mal noch 3 weitere Passwortkombinationen gemacht. 99 hoch 10, also 10-stelliges Passwort ist 99 Zeichen. Wir haben mehr Zeichen auf der Tastatur. Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, Klammer auf, Klammer zu, Unterstrich, SZ, Ö und so weiter. Also wir können mehr als 99 Zeichen eingeben. Dann komme ich hier auf 90 Trillionen, bei 15 Stellen auf 860 Quadrilliarden und bei 20 Stellen auf 99 Sextilliarden Kombinationen. Und diese Zahl hier ist größer als die Anzahl aller Atome in unserem Universum. Es gibt also weniger Atome im Universum als mögliche Passwortkombinationen. Nur damit man sich mal überlegt, was das für eine Zahl ist, für eine Größe. Jetzt habe ich einen Computer, der ist langsam, der schafft es, 5 Passwörter pro Sekunde durchzuprobieren. Dann komme ich auf 432.000 Passwörter pro Tag. Das heißt, das erste Passwort
26.05 Kombination, 432.000 pro Tag, macht 27,5 Tage. Nicht ganz einen Monat. Ist jetzt nicht so wirklich sicher. Beziehungsweise einen Monat als Aufwand ist noch vertretbar. Wenn ich ein 10-stelliges Passwort habe, dann brauche ich 570 Millionen Jahrtausende. Das ist irgendwie 50 mal mehr als die Lebenserwartung unseres Universums. Ja, das heißt also, das Ding wird nie im Leben geknackt. Und wenn ich jetzt überlege, Angriffsszenario, ich habe 1000 Rechner gehackt, Botnets unter meine Kontrolle gebracht und lasse die jetzt für mich rechnen. Oder ich baue einfach einen Superrechner, einen Cluster. Oder ich finde irgendwie eine mathematische Optimierungsmöglichkeit. Ne, alles passiert in der Kryptographie. Dann schaffe ich jetzt 432 Millionen Passwörter pro Tag. Das heißt, das erste Passwort ist in 40 Minuten geknackt. Da reicht also die Mittagspause dafür. Also so ein Passwort ist definitiv nicht mehr sicher. Das zweite Passwort mit 10 Stellen ist jetzt auch um den Faktor 1000 schneller geknackt, aber immer noch bei 570.000 Jahrtausenden. Das heißt, das Passwort kriege ich durch Durchprobieren auch nicht erraten. Auch nicht, wenn ich nochmal um den Faktor 1000 schneller werde. Und nochmal um den Faktor 1000 und nochmal um den Faktor 1000. Weil irgendwo Computer eine Leistungsgrenze haben. Man kann also keine Computer bauen, die beliebig schnell werden. Da gibt es immer Leistungsgrenzen. Und die werde ich hier mit der Technik, die wir jetzt haben, nie knacken können. Quantencomputer würden vielleicht mal irgendwann in der Zukunft in der Lage sein. Aber Quantencomputer, was man jetzt in der Presse liest, da ist viel Hype bei und Buzzword. Und hier nochmal kurz ausgerechnet, für 20 Stellen, das ist die Anzahl der Jahrtausende. So viele Jahrtausende muss ein Rechner rechnen, um diese Kombination durchzuprobieren. Und da sieht man, Passwörter gewinnen an Qualität durch Länge. Und natürlich auch durch Nichtvorhersagbarkeit und andere Angriffsmethoden. So, jetzt würde ich mal kurz eine kleine Demonstration machen. Es gab einen Sicherheitsvorfall zwischen Weihnachten und Silvester 2011. Wer weiß, was da immer so für Veranstaltungen laufen? Genau, der Chaos Communication Congress. Zufälligerweise lief der gerade parallel. Da wurde ein Unternehmen, ein amerikanisches Unternehmen gehackt namens Stratfor. Stratfor steht für Strategic Forecasting und die bezeichnen sich selbst mit viel Getöse und Geklingel und Werbung als Schatten-CIA. Da kann ich mich anmelden und kann für teuer Geld Sicherheitsanalysen kaufen. Zum Beispiel Piraterie vor Somalia, sind die gerade aktiv. Das nutzen zum Beispiel dann Reedereien, um ihre Schiffe zu steuern. Lohnt es sich jetzt, da vorbeizufahren oder ist es zu gefährlich? Die Versicherer holen sich da Daten, um zu sagen, okay, Versicherungsprämie steigt oder sinkt. Und deren Webseite wurde gehackt und die Kundendatenbank, die Login-Datenbank wurde veröffentlicht. Das ist die Datei, die ich gerade aufhabe hier im VI. Wie man auf den ersten Blick erkennt, ist das im Prinzip eine Tabelle. Ich könnte die auch mit Excel oder OpenOffice öffnen und hätte dann im Prinzip eine Tabellenstruktur hier dargestellt, immer durch die Kommata. Ja, hier oben ist sogar der Tabellenkopf, User-ID, Name, Passwort, Mail, Modus, Sprache und so weiter, Informationen, die uns nicht interessieren. Aber wenn ich hier reingucke, sehe ich hier zum Beispiel eine Nummer, 1967, also User-ID, ein Login, Dial DC, DC wahrscheinlich Washington DC, und dahinter ist hier so eine Zeichenkombination. Und das könnte ja eventuell ein Hash sein. Und das könnte nicht nur eventuell, sondern das ist ein Hash. Und zwar genauso einer, wie ich in der Folie vorhin hatte, ein MD5-Hash. Jetzt bin ich mal hingegangen und habe die Datenbank genommen, habe die an PostgreSQL verfüttert, man könnte auch wieder Excel dafür nehmen oder von Hand machen, und habe gesagt, gib mir mal alle Hashes, die mehr als einmal vorkommen, sprich Dubletten, und sortiere die nach der Häufigkeit. Das heißt also, ich habe hier 12.023 Konten, die als Passwort Hash dieses 0B6BA und so weiter stehen haben. Welche Informationen habe ich jetzt über das Passwort gewonnen? Ja, das ist sehr häufig. Bitte, sehr häufig, das heißt, irgendwas, was sich 12.000 Leute unabhängig voneinander ausgedacht haben. Oder was automatisch vergeben wurde, was ich hier mal vermute. Aber nehmen wir mal das zweithäufigste, 600 Leute sind auf dasselbe Passwort gekommen. Irgendwas Einfaches. Also garantiert sich ein Wörterbuchangriff, oder? Eben, ich kann einen Wörterbuchangriff machen. Jetzt heißt das natürlich, ich habe ja gesagt, ich kann vom Hash nicht sagen, was für ein Passwort dahinter steht. Also ich weiß nicht, was E10ADC394 und so weiter als Passwort bedeutet. Aber ich kann hingehen und sagen, ich lasse jetzt mal ein kleines Skript durchlaufen. Nimm einfach mal eine Wörterliste. Ich habe hier von der Uni Leipzig die Wortschatzliste runtergeladen. Da gibt es so ein Projekt, die crawlen quasi über Zeitungen, Spiegel und Bild und wie die alle heißen, und zählen, wie häufig bestimmte Wörter vorkommen. Das ist Korpuslinguistik, das finden die da spannend. Ergebnis ist, ich habe hier eine Textdatei
da stehen jetzt die 10.000, also zumindest 20.000, die 10.000 häufigsten Wörter aus Spiegelbild, Stern und wie sie alle heißen, ne? Leipziger Volkszeitung und so weiter drin. Ne? Das heißt also, Bezirken war das 10.000 häufigste Wort, das die ausgezählt haben. Ich habe das einfach mal genommen und habe dann zu jedem Wort den entsprechenden MD5-Hash berechnet. Und wenn jetzt irgendjemand dieser Stratfor-Kunden Bezirken als Passwort hat, dann müsste in der Datenbank dieser Zeichenkette DC, DEC und so weiter auftauchen. Ja, und auf meinem Laptop, das ist jetzt kein besonders schneller Rechner, der ist eher auf Akkulaufzeit optimiert, habe ich keine 20 Sekunden gebraucht, um 20.000 Passwort-Hashes zu generieren. Ja, das sind also reale Zahlen. Ich kann das natürlich auch von Hand machen. Möchte mal jemand ein Passwort raten? Welches ist das häufigste Passwort in der Liste? Vorschläge? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich nehme jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, weil das ist sicherer als nur 1, 2, 3, 4, 5. Wer weiß, aus welchem Film das ist? Spaceballs. Wir haben ihren Code geknackt. Es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh Gott, welcher Idiot kommt auf solch einen Code? Ne? Ich muss eigentlich nur die Zeichenkette an MD5-Summen übergeben und bekomme jetzt den Hash. Ne? Also wer als Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6 genommen hat, hat als Hash E10 ADC und so weiter stehen. Und das war, glaube ich, schon der zweite Eintrag. Ne? Jetzt muss ich nur in die Datenbank reingucken und sagen, wo kommt hier E10 und so weiter vor. Und schon weiß ich, deren Passwort ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da sehe ich, zweite Stelle, 625 Konten innerhalb von Sekunden geknackt. Ne, ich kürze das jetzt mal ab. Ich habe jetzt hier schon die Liste mit den Auflösungen. Häufigste Passwort, Stratfor. Wahrscheinlich automatisch vergeben. Also wahrscheinlich irgendwie automatisch vergeben von Stratfor. Dann Klassiker wie 0000, Passwort, Stratfor 1. Weil man hat ja jahrelang gesagt, fügen Sie eine Zahl hinten an. Ne, also machen die einfach eine 1 hinten. Stratfor mit einer 4. Auch gehackt, weil auch die Passwortgeneratoren, es gibt Programme, die sich Passwörter ausdenken zum Knacken, die kennen diese Muster auch. Na, auch so mit Jahreszahlen. Ja, dass die Leute anfangen, hier so Christian 81 oder Anneliese 76 und so weiter. Change me, das finde ich ja schon ein bisschen irgendwie zynisch. Wahrscheinlich auch von irgendeinem Administrator vergeben. Hier auch wieder sehr schön 1QAZ, 2WSX. Das ist einmal auf der Tastatur. Die ersten beiden Spalten sind es. Runter. Amerikaner haben natürlich dann da das Z und nicht das Y. Weiß jemand, was das bedeutet? United States Marine Corps. Genau, United States Marine Corps, also Soldaten. Die haben eine Standing Order, also es gibt einen Befehl, eine Anweisung, eine Dienstanweisung, die gilt für alle Militärangehörigen, für den gesamten öffentlichen Dienst in den USA. Die kann man sich runterladen, eine PDF, die ist super gemacht. Da wird erklärt, wie man sich ein sicheres Passwort ausdenkt, wie das auszusehen hat, was man auf keinen Fall benutzen sollte als Passwort. Und das ist idiotensicher, ne? Also ich sag mal Soldatenniveau. Und ja, ich musste selber auch ausbilden in der Bundeswehr, also da hat man schon einen Idioten bei. Und trotzdem nutzen die dann halt dieses Passwort. Und das ist nicht irgendwie so ein Obergefreiter, der nicht richtig lesen und schreiben kann, sondern da waren Generäle bei, die im Irak Kontingente geführt haben. Ne? Und wenn ich in deren Konto reingucken kann, dann sehe ich unter anderem, was die nachlesen. Ne? Und da kann ich wieder Rückschlüsse draus ziehen, wenn die da irgendwelche, ich sag mal, Ortschaften auskunden oder sowas. Na, wenn also irgendwie jemand wissen will, wie sieht es in Mosul aus, dann könnte ich davon ausgehen, dass die in Mosul irgendwas planen. Na, und das ist eben auch wieder ein bisschen zynisch. Dann so Klassiker wie QWERTY, Stratfor und so weiter. Ganz interessant, es gibt hier Passwörter, die sind bis heute nicht geknackt. Ja, trotzdem so oft vergeben, vermutlich. Ich habe jetzt nicht in die E-Mail-Adressen geguckt, aber ich vermute mal, irgendein Admin hat da eins generiert. Irgendwas sehr Langes, sehr Komisches und hat das dann an seine Mitarbeiter vergeben. Ich vermute mal, es wird irgendwo 70 Post-it-Zettel geben, wo das Passwort draufsteht. Aber da kommen wir zumindest so nicht ran. Ja, dann auch hier so Klassiker, I love you, Research, Airborne, also Luftlande und so weiter, Stratfor 1, Intelligence, Tigger, die Klassiker. Ne? Und wie ich eben schon in dem Shell-Skript gezeigt habe, da nehme ich einfach eine Wortliste und da muss ich mich nicht auf diese 10.000 Wörter von der Uni Leipzig verlassen, da gehe ich einfach hin und nehme einen Spellchecker, also Rechtschreibprüfung. iSpell oder aSpell, die kann man ja installieren und die kommen immer mit Wortlisten. Ja, und da habe ich zum Beispiel 5, 6 Megabyte an Wortlisten mit deutschen Wörtern, ne, mit französischen Wörtern, mit englischen Wörtern und so weiter. Und die Liste nehme ich einfach, das ist wie gesagt hier so ein ganz billiges Shell-Skript, ne, ich lasse einfach die Textdatei ausgeben und dann für jede Zeile die MD5-Summe generieren.
Das ist ein Arbeitsaufwand, sowas, da dauert es Tippen länger als das drüber nachdenken, sage ich jetzt mal. Es gibt natürlich automatisierte Programme, die sowas machen. Aber ich kann eben sowas auch von Hand machen und dann ausprobieren. Und das ist eben der Punkt, warum solche Wörterbuchangriffe funktionieren, wie ich so solche Passwörter entsprechend knacken kann. Eine kurze Zwischenfrage. Jetzt war das ja von 2011, aber mittlerweile werden ja solche Hash-Tabellen gesalzen und gepfeffert. Das heißt, so eine Häufigkeitsgeschichte kann ich ja heute so nicht mehr machen aktuell, oder? Das kommt drauf an. Also Salt bedeutet, wenn ich das Passwort speichere, dann speichere ich nicht nur das Passwort, sondern ich hänge noch eine zufallsgenerierte Zeichenkette hinten ran. Zum Beispiel ein Zeitstempel oder die E-Mail-Adresse oder einfach eine Zeichenkette, die ich mir ausgedacht habe für die Datenbank. Das heißt also, wenn ich als Passwort dann 123456 nutze, dann kommt nicht mehr E10ADC raus, sondern irgendwas anderes. Weil die Eingabe lautet dann 123456 plus aktuelle Uhrzeit. Oder mein super geheimer Passwortstempel. Das Problem ist, man nutzt das zwar, es bringt aber keine wirkliche Sicherheit. Das Problem ist einfach, dass die aktuelle Rechentechnik so leistungsfähig ist, dass sich solche Hashes, egal ob MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512 oder was auch immer, dass die auf Geschwindigkeit optimiert sind. Die sollen schnell sein, weil die gebaut wurden, um Datenübertragung zu überprüfen, zu sichern. Und inzwischen ist es so, mein Laptop ist schnell, ein neuerer Laptop ist noch schneller, aber am schnellsten sind Grafikkarten. Na, und es gibt eben solche Passwort-Cracker-Racks, die kann ich für ein paar tausend Euro bauen. Da holt man sich halt diese Hochleistungs-Grafikkarten, die dann auch noch zusammengeknüpft werden können über XLI und wie das alles heißt. Und dann kann ich damit Passwörter knacken, parallelisiert in Nullzeit. Und da bringt auch so ein Salt nichts mehr. Das heißt, wenn ich Passwörter sicher ablegen will, nutze ich andere Verfahren. Da gibt es drei Stück, die relevant sind. Bcrypt, Scrypt und PBDKF2. So. Ja, wobei Scrypt momentan das aktuellste ist. Da gehe ich nochmal genau in meinem Krypto-Vortrag drauf ein. Ne, weil nämlich das ist für verschlüsselte Dateisysteme relevant. Was bringt mir eine Verschlüsselung, wenn das Passwort vom Entwickler dann mit MD5 irgendwo als Textdatei abgelegt wurde? Ne, dann kann ich die Verschlüsselung knacken. Es gab so einen Fall mal. Und zwar noch zu MS-DOS-Zeiten von Norton, Norton Commander, Symantec vielleicht noch bekannt, die machen jetzt so Antivirensoftware. Die haben damals eine Festplattenverschlüsselung für MS-DOS angeboten, haben aber das eingegebene Passwort immer auf 8 Stellen gekürzt. Das heißt, egal wie lang mein Passwort war, es wurden immer nur 8 Stellen gespeichert. Das war ganz früher bei den alten Unix-Kisten auch so. Also wer noch so ein altes 4.2 BSD oder so mal sich runterlädt, da wurden auch nur 8 Stellen als Passwort möglich. Ne, weil der Algorithmus auf diese 8 Stellen gleich war, dieses alte DES, das ging einfach nicht mehr. Ja, für die damalige Rechentechnik okay, ne, wo die Leute ins Rechenzentrum mussten, um zu rechnen, aber heute natürlich völlig inakzeptabel. Aber solche Anfängerfehler kommen immer noch vor. Also es gab mal eine Qualitätsanalyse vor ein paar Jahren, da hat man Verschlüsselungssoftware, Sicherheitssoftware untersucht und dann gibt es dann Spezialisten, die nehmen das Passwort und wandeln das immer in Kleinbuchstaben um. Ja, wenn ich also Großbuchstabe, Kleinbuchstabe, Großbuchstabe, Kleinbuchstabe nutze, wird das Passwort trotzdem nur Kleinbuchstabe, 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 Kleinbuchstabe genutzt. Was die Menge an möglichen Passwörtern massiv einschränkt. Ich weiß, dass ich aus dem Duden kein Wort mit Großbuchstaben testen brauche. Es gab ja auch schon mal die Anforderung, dass ein Passwort keine Sonderzeichen enthalten darf. Das ist ja noch schöner. Ja, ja, ich habe noch so einen billigen Router stehen für irgendwelche Vorführungen aus China. Da darf ich für keins der Passwörter irgendwie einen Umlaut nutzen. Was natürlich auch wieder den Schlüsselraum einschränkt. Und UTF ist ja jetzt nicht so neu. Also Unicode gibt es schon ein paar Jahre. Und ich vermute mal, dass chinesische Router auch es erlaube, chinesische Zeichen einzugeben, also Unicode nutzen. Na, mal spaßeshalber, ich mache unter anderem auch mal Seminare für die Bundeswehr. Und es ist wirklich interessant, weil es gibt halt Foren online, da kann man mal nachsuchen, so MD5-Hash oder sowas. Da verteilen Leute diese Hashes und versuchen, die zu knacken. Und es gibt dort, ich muss mal kurz schauen, insgesamt 37 Bundeswehr-Accounts, die in der Datenbank drin waren. Also anhand der E-Mail-Adresse kann ich die identifizieren. Und diese 37 Passwörter sind nicht geknackt worden. Bis heute nicht. Aufgrund dessen, dass das halt Bundeswehr-Accounts sind, die Leute da ein großes Interesse daran haben, die zu knacken. Das Interessante ist, es sind immer hier Vorname, Nachname. Es gibt allerdings eine E-Mail-Adresse, die fällt ein bisschen raus. Ich weiß nicht, ob Sie diese Abkürzung lesen können, was das heißt. Standortverwaltung. Nee. Stellvertretender Kommandeur Kalf. Genau, stellvertretender Kommandeur Kalf. Und wer ist in Kalf stationiert?
Kommando-Spezialkräfte. Ne? Also die mit der schwarzen Maske, die ohne Namensschilder rumlaufen und die irgendwo relativ freie Hand haben, was in Afghanistan abgeht. Das ist also schon durchaus ein brisantes Konto, wenn man da reingucken kann. Ne? Also wenn man die deutschen Spezialkräfte da überwachen kann. Vorteil ist, dessen Konto wurde auch nicht geknackt. Ne? Es gibt also durchaus hier die Möglichkeit, selbst dort Passwörter sich auszudenken, die gegen diesen Angriff immun sind. Ne? Wie ich vorhin gesagt habe, 70 sichere Passwörter, da gibt es wahrscheinlich 70 Post-it-Zettel, wo das Passwort draufsteht. Ne? Also wenn ich da als Putzfrau oder sonst irgendwie Zugang zum Büro habe, kann ich immer noch auf den Post-it-Zettel gucken und das Passwort dann darüber knacken. Interessanterweise gibt es aber auch, ja, unter der Tastatur oder Monitor, es gibt interessanterweise 3 Passwörter, die geknackt werden konnten von der Bundeswehr. Die hatten Strat vorbenutzt, das ist dumm. Das Schöne war, der Robert Löwenstein saß einmal in einem Seminar mit drin. Der musste dann da abends das eine oder andere Bier ausgeben. Und es gab noch einen Vorfall, das fand ich total lustig. Ich hatte mal ein Seminar in Österreich für das Bundesheer gemacht, also für das österreichische Militär. Und da war dann auch eben ein mir persönlich bekannter Offizier dabei. Und habe ich dann gleich kontaktiert und gesagt, sag mal, warum hast du da so ein schlechtes Passwort verwendet? Und er meinte, ja, das wurde mir von der Verwaltung vorgegeben, die da die Abrechnung machen. Also die müssen ja bezahlen für den Account. Die haben das so eingerichtet und mir befohlen, dass ich das nicht ändern darf. Ne? Und da sieht man, also auch solche Sachen gibt es. Ne? Also man sieht das auch in der Praxis in Unternehmen so nach dem Motto, Herr Müller hat jetzt 3 Wochen Urlaub, geben Sie mal Ihr E-Mail-Passwort, damit wir Ihre E-Mails lesen können. Das ist eine ganz doofe Idee, weil zum einen das Passwort verbrannt ist, zum anderen habe ich rechtliche Probleme. Ne? Also wenn ein Mitarbeiter, der dann die E-Mails nutzt, wenn der da irgendwelche bösen Dinge tut, fällt das auf den Müller zurück. Und eine E-Mail-Weiterleitung einrichten ist eigentlich wesentlich einfacher. So, das war jetzt erstmal kurz zum Verständnis. Wörterbuchangriff, warum sollte ein Passwort lang und möglichst komplex sein? Zum Thema, was sind aktuelle Zahlen? Thomas Roth, ein deutscher Mathematiker, hat 2010, also auch schon wieder fast 10 Jahre her, also 9 Jahre her, alle 1- bis 6-stelligen Passwörter generieren lassen. Ja, der hat also ein Programm geschrieben, das einfach alle möglichen Kombinationen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und so weiter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stellen generiert und hat davon die SHA-1-Hashes berechnet. Ja, funktioniert im Prinzip genauso wie mit MD5. Und er hat dazu bei Amazon Cloud einfach Rechenzeit gemietet und hat dafür keine 2 Dollar bezahlt. Ja, Zeitansatz 49 Minuten. Ja, der hat also 49 Minuten diese ganzen kurzen Passwörter alle durchprobiert gehabt oder generiert gehabt. Kosten 2,10 Dollar pro Stunde, er hat dann also knapp 2 Dollar bezahlt. Man sieht also, solche Angriffe sind heute realistisch. Die Angriffszeit hat sich noch weiter verringert, beziehungsweise die Technik ist noch billiger geworden. Es gab ja letztes Jahr oder vor 2 Jahren so diese Bitcoin-Schwämme, wo die Leute alle angefangen haben, Bitcoins zu generieren. Und da gab es auch diese sogenannten Bitcoin-Racks. Ich habe mal kurz eine Frage. Ja? Und zwar diese Wörterbuchangriffe, die sind doch insofern nicht mehr wirkungsvoll, weil doch nach ein paar Versuchen eigentlich das Konto immer schon gesperrt wird oder eine Capture-Aufforderung kommt oder dergleichen. Ja, bei Online-Konten, wenn ich mich irgendwo einlogge. Hier war jetzt das Szenario, ich habe Zugriff auf die Passwortdatei oder Datenbank. Ne, also ich habe mich irgendwie in die Datenbank reingehackt und habe da die Passwortdatei gestohlen. Okay. Ne, ansonsten gilt es natürlich, nach 3 Versuchen wird man für eine Stunde gesperrt oder so. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme dagegen. Also was man hier sieht, das sind irgendwelche Bitcoin-Mining-Racks, die berechnen dort irgendwelche Kryptozahlen, das machen im Prinzip dasselbe wie Passwörter knacken, ist technisch gesehen nichts anderes. Und da sieht man dann hier irgendwo auf Island oder in China, wo Strom spottenbillig ist, oder Norwegen, die haben spottbilligen Strom aufgrund der Wasserkraft. Und da kann ich mir dann halt so einen Raum anmieten und stelle da eben Rechner rein, wo dann eben 5 Hochleistungsgrafikkarten drin stecken. Und habe ich da 100 Rechner, parallelisiere das Ganze und dann habe ich so ein MD5-Hash für alle Passwörter im Prinzip in Stunden durchgeknackt. Ja, das heißt also, da ist dann wirklich die Aufforderung an die Entwickler, an die Betreiber, keine solche Hashes mehr zu verwenden, sondern Bcrypt, Scrypt, PBDKF2. Macht bloß leider keiner. Es gibt immer noch aktuelle Software, da wird halt MD5 gehasht. Und die gibt es bestimmt auch noch bei dir zu schauen, weil das haben ja bestimmt schon hunderte Leute dann auch gemacht. Diese Racks? Nein, die fertigen, ausgerechneten Hashes, das Ergebnis. Ja, ja, das nennt sich. Weil das bleibt ja immer gleich, ne? Ja. Rainbow Table, Regenbogentabelle. Und die kann ich im Netz runterladen. Also es gibt inzwischen Datenbanken. Früher haben wir Festplatten ausgetauscht. Die Datenmenge ist immer noch sehr hoch. Also sind wirklich Terabyte. Aber heutzutage kann ich mir halt im Mediamarkt für, was weiß ich, 100 Euro eine 5-Terabyte-Platte holen. Ja, also das ist jetzt nicht mehr ein Ding der Unmöglichkeit. Und das heißt, es gibt einfach die Datenbanken mit den vorberechneten, durchgerechneten Passwörtern zum Runterladen. Ich muss also nicht mehr selber rechnen. Und dann habe ich hier ASCII-Passwörter. 1 bis 7, ne, man sieht hier also die Anzahl der möglichen Kombinationen, 27 Gigabyte. Ne, also wer Game of Thrones in Full HD runterlädt, lädt mehr runter. Nein, um Gottes Willen. Ich distanziere mich auch von jeglicher Straftat, ne, oder Aufruf zu Straftaten.
Nee, also das ist schlimm. Und bei dem Bitcoin-Mining, das hier ist ein Rack, da steht ein normaler PC mit einer normalen Grafikkarte. Off-the-shelf nennt sich das. Das kann ich auch im Mediamarkt oder bei Aldi oder sonst irgendwo im Laden kaufen. Es gibt aber spezialisierte Hardware dafür. Na, ich kann also, wenn ich zu den E-Technikern gehe und sage, ich will hier mal so ein FPGA haben, das mir Passwörter crackt, dann kann ich sowas in spezieller Hardware bauen. Und da ist dann der Energieverbrauch wesentlich günstiger und die kann dann wirklich hochparallelisiert Passwörter knacken. Und zwar sehr, sehr schnell, mit relativ wenig Energieaufwand. Und das ist der Grund, warum diese ganzen Hashes als Speicher, auch mit Salz, auch mit Pfeffer, auch mit sonstigen Varianten, völlig unbrauchbar geworden sind. Ist aber leider bei den Entwicklern nicht angekommen. Vor 2 Wochen wurde ein Paper veröffentlicht, da hat irgendeine deutsche Uni einfach mal auf irgendeiner Webplattform, ich glaube 50 Entwickler angeschrieben bzw. Aufträge erteilt, die sollten irgendwie eine Benutzerverwaltung implementieren für eine Online-Datenbank. Und die haben dann da für ein paar Euro, das ging irgendwie von 80 Euro bis 300 Euro, halt so eine Datenbanken abgegeben und dann haben die geguckt, wie haben die denn die Passwörter verschlüsselt. Und das Ergebnis war, ich glaube 60% oder 70% haben im Klartext die Passwörter abgespeichert. Die haben nicht mal MD5 genutzt, die haben einfach in der Datenbank das Passwort als Klartext abgespeichert. Ja, so ist also die Qualität von Software. Nee. Und dagegen kann ich mich eigentlich nur wehren, indem ich ein möglichst sicheres Passwort nutze. Ja, also es gibt, wie gesagt, noch viele Webseiten oder Online-Services oder Foren, wo vielleicht mal irgendwie man sich 2005 angemeldet hat, weil man damals ein Problem hatte mit der Installation des WLAN-Treibers. Oder ich habe neulich durch Zufall entdeckt, dass ich ja auf dem Gothic-Forum noch angemeldet bin, also Gothic die Spielereihe, weil irgendwie Gothic 3 bei mir 2006 oder so war, das nicht funktioniert hat. Und da gibt es also auch noch so ein Forum online. Ich vermute mal, das ist seit Jahren nicht mehr abgedatet worden, die Forensoftware, da dieses PHP, das dahinter steht. Und irgendwo wird da mein Passwort rumdümpeln in irgendeiner komischen MySQL-Datenbank. Wenn ich Glück habe mit MD5 gehasht, wenn ich Pech habe, gar nicht verschlüsselt. Ja, und dagegen kann ich als Anwender nichts machen, weil ich kann ja nicht in die Datenbank reingucken. So, andere Angriffsmöglichkeiten ist Passwörter raten. Ne, wenn ich jetzt so Passwörter durchprobiere und ich sehe, da hat jemand einen deutschen Account, web.de, Bundeswehr.org oder was auch immer, dann nehme ich natürlich nicht als allererstes ein polnisches Wörterbuch. Es sei denn, der Name deutet darauf hin, dass der vielleicht Pole sein könnte. Ne, sondern ich probiere es mal ein Duden oder ein deutsches Wörterbuch. Oder ich probiere die deutschen Standardpasswörter durch, geheim statt secret. Wenn ich den Benutzer etwas kenne, ne, dann kann ich versuchen herauszufinden, was denn der für Tiere hat. Ne, dann gehe ich mal auf Facebook und gucke, ah, schau an, die Tochter reitet, ist im Reitverein, hat ein Pferd. Ne, vielleicht ist ja der Name der Tochter oder der Name des Pferdes das Passwort. Ne, wenn ich nicht weiß, wie das Pferd heißt, dann rufe ich mal an, gebe mich als Kollege aus, habe ein Problem, ich muss hier was lösen. Und ich muss aber auch leider nachher nach Hause, weil die Tochter ist todunglücklich, das Pferd ist krank. Sie haben ein Pferd? Ja, wir haben auch ein Pferd, wieso? Und dann redet man halt über das Pferd. Und schon social engineert man sich da eben den Namen des Pferdes raus oder des Hundes oder der Katze und so weiter. Ja, also solche leicht herausfindbaren Passwörter sind auch tabu. Oder solche naheliegenden Passwörter. Das gab es sogar mal bei Akte X. Wie lautet das Passwort von Mulder? Weiß das noch jemand? Nee. Secret. Und zwar hatte er, also es gab den Fall, wo er verschwunden ist und Scully musste an seinen Rechner ran. Und sie saß dann da, probiert. Auf einmal setzt sie sich so hin, guckt auf die Wand und da hängt dieses Poster mit dem UFO, The Secret is Out There, ne, wo da irgendwie so ein UFO landet. Und dann setzt sie sich hin, tippt auf den Rechner, ist drinne. Ne, es war Secret, ne, weil Mulder beim Passwort generieren auf dieses Poster genauso geguckt hat. Mein allererstes Passwort war eigentlich Metallica. Ne, also ich bin da auch nicht anders vorgegangen, weil ich ein großes Metallica-Poster beim Schreibtisch hängen hatte. Solche Sachen sind verboten, weil man das erraten kann. Weiteres Problem ist dann die Frage Passwörter Recycling. Ne, ich habe viele Konten. Ich habe nicht mehr ein Passwort, ich habe Dutzende Passwörter. Es gibt Leute mit hunderten Passwörtern. Ne. Und da habe ich das Problem, ist die Software, die dort genutzt wird. Ne. Ich habe gerade gesagt, dieses Gothic-Spieleforum da von 2005 von Piranha Bytes, die gibt es auch nicht mehr, die Firma. Ist dieses Webforum denn überhaupt noch gepflegt? Gibt es da Sicherheitslücken? Es gab zum Beispiel 2003 auf dem Chaos Communication Camp, ne, ist ja auch eine Veranstaltung vom CCC, die haben ihre Server, Foren und so weiter da online gelassen, wo man sich da einloggen konnte mit Wiki und so weiter. Und ich glaube 2005 oder 2006 haben irgendwelche Holländer das geknackt. Weil das hing online im Netz, es hat sich aber keiner mehr drum gekümmert, hat die Software nicht aktualisiert. Die war auf dem Stand 2003. Und dann gab es Sicherheitslücken in PHP, in MySQL, wo auch immer. Und bumm, hatte eine holländische Hackergruppe die Login-Daten der ganzen CCC-Teilnehmer da drin, also Chaos Communication Camp-Teilnehmer. Ne? Schlecht gelaufen.
Das kann auch eine Falle sein, ne? Oder die Passwörter werden gar nicht verschlüsselt gespeichert. Wenn ich zum Beispiel ein Webforum einrichte oder eine Webseite, kann ich ja festlegen, wie verschlüsselt, wie gespeichert wird. Und dann kann ich sagen, mach Klartext. Ich will die Passwörter wissen. Das hat Facebook gemacht. Das hat Mark Zuckerberg offen zugegeben. Der hat anfangs alle Passwörter im Klartext mitgespeichert, auch alle falschen Passwörter. Das heißt, die Leute haben sich angemeldet mit E-Mail-Adresse und haben dann vielleicht im Tran oder aus Versehen das Passwort für die E-Mail-Adresse angegeben, nicht das für Facebook. Oder das Passwort für den Uni-Account, wo sie sich an der Uni mit anmelden können. Weil manchmal ist man einfach und nimmt dann das falsche Passwort. Das von Amazon statt für eBay oder so. Und wenn der das speichert, dann hat er dann entsprechend diese Passwörter da. Und der hat dann unter anderem, das ist nachgewiesen worden, also durch Gerichtsakten belegt, hat er dann eben automatisiert E-Mail-Adressen gehackt. Mit den Passwortversuchen hat einfach geguckt, E-Mail-Adresse, Passwort, Fehlversuch, vielleicht passt das ja. Und war dann in den E-Mail-Adressen der Leute drin. Das heißt, auf keinen Fall überall dasselbe Passwort verwenden. Nochmal kurz zusammengefasst, Passwortregeln, die finden Sie auch auf Ihrem Ausdruck. Kein Passwort verwenden, das erraten werden kann. Also nichts Naheliegendes, Hund, Katze, Maus, Kinder, Ehemann und so weiter. Kein Passwort verwenden, das in einem Wörterbuch steht. Langes Passwort, Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Ich habe auch mal eine Zeit lang ein Honeynet betrieben, also ich habe dann so Raspberries ausgerollt. Da lief eine Software drauf, die hat ein SSH-Login emuliert, also man konnte sich dort einloggen. Und der hat mitgeschnitten, was geben die Leute für Passwörter an. Das heißt also, das Ding war so konfiguriert, egal was für ein Benutzernamen, egal was für ein Passwort ich eingegeben habe, ich habe immer ein Login bekommen. Das war vorgetäuscht. Das war kein echtes Login, sondern so eine virtuelle Umgebung. Ziel war es im Prinzip einfach herauszufinden, was nutzen die Leute für Passwörter. Erste Erkenntnis, die ich davon hatte, ich kann genau sehen, wann in den USA und wann in China die Ferien losgehen, weil dann die Anzahl der Angriffe massiv steigt. Die Leute sitzen dann zu Hause, die schon haben Langeweile. Ich habe eine wunderbare Namensliste mit amerikanischen Namen bekommen, also James, John und so weiter. Die Klassiker wurden durchprobiert und mit chinesischen Namen, die wurden auch durchprobiert. Und in keinem einzigen Passwort, das waren wirklich Millionen von Versuchen, über Monate hinweg, ist auch nur ein einziges Mal ein Umlaut aufgetaucht. Also diese ganzen automatisierten Skripte, da ist nicht ein einziges Mal ein Ö, ein Ä, ein Ü oder ein Z aufgetaucht. Oder von mir ist auch irgendwie was Französisches oder das dänische durchgestrichene O, wie auch immer man das aussprechen mag. Also wer einen Umlaut im Passwort hat, kann sich sicher sein, dass 99% dieser Passwort-Cracker niemals einen Umlaut nutzen werden. Einziges Problem kann natürlich sein, wenn ich eine Tastatur nutzen muss, die keinen Umlaut hat, könnte es problematisch werden. Weil ich war damals bei uns in Uni ganz clever, habe dann über das Webformular online mein Passwort geändert mit Umlaut und hatte dann in der ersten technischen Informatikübung das Vergnügen, in einer Sun Ultra 5 zu sitzen mit amerikanischer Tastatur. Also ohne Umlaut. Das heißt, der Schuhmacher saß davor und kam nicht rein. Ne, aber ansonsten, also ich sag mal so, bei Android und Co. kann man sich ja diverse Tastaturen also auf den Smartphones auch auswählen. Und ansonsten sollte man sein Passwort auch nicht auf fremden Rechnern eingeben. Ne, also ich sehe das manchmal im Hotel, wenn ich dann auf Konferenzen bin, also selbst auf Hacker-Konferenzen, gehen die Leute da an diese komischen Kioskrechner, die da rumstehen und rufen ihre Google-Konten auf, ne, geben da ihr Passwort ein. Wo sie sagen, ich kann doch dem Rechner nicht vertrauen. Ne, das hat schon R2-D2 gesagt, beziehungsweise C3PO, man kann fremden Rechnern nicht vertrauen. Was sagen wir Sie zu Passwortmanagern, also so KeePass und das ganze Zeug? Das ist meine Empfehlung dann, Passwortmanager zu nutzen. Passwort geheim halten, nicht überall dasselbe Passwort verwenden. Passwörter wechseln. Ich hatte mal in einem Unternehmen einen Auftrag, Sicherheitsanalyse zu machen, unter anderem auch Befragung der Mitarbeiter. Und es gab dort ganz klare Passwortregeln. Es waren also Windows, Domain nennt sich das, glaube ich, Active Directory. Und da war eingestellt, dass nach 90 Tagen das Passwort geändert werden muss. Und die letzten drei Passwörter nicht wiederverwendet werden dürfen. Und ich habe dann Mitarbeiter befragt und da war so die Frage, ja, müssen Sie Ihr Passwort denn auch wechseln? Gibt es da irgendwelche Regeln? Und einer, der ist mir dann aufgefallen, der war, ich glaube, Jurist in der Personalabteilung. Oh Gott, ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Ich glaube, alle 2 Wochen oder so kommt dieser Prompt und ich muss mir ein neues Passwort ausdenken. Ganz böse. Die Mitarbeiterin aus der IT, die mich da begleitet, die wäre fast umgefallen, weil es stimmt doch nicht, sind doch 90 Tage. Ich sage, ja, aber... Das Problem ist, der Mensch weiß nicht, wie er sich ein neues Passwort ausdenken soll. Deswegen ist es für ihn Stress. Und er hat schon Angst davor, dass dieser 90. Tag kommt, wo er sein Passwort wechseln muss. Und für ihn wirkt das so, als müsste er alle 2 Tage unter Vollstress sich ein neues Passwort ausdenken. Also ist die Wahrnehmung. Weil ihm einfach nicht klar war, wie denke ich mir ein neues Passwort aus. Und ein gutes Passwort, es wurden auch Passwörter abgelehnt, also bestimmte Regeln mussten eingehalten werden. Das wurde aber nie klar kommuniziert, wie das gemacht wird. Deshalb war das für diesen Mitarbeiter Stress. Und deshalb gibt es diverse Möglichkeiten, wenn ich mir jetzt von Hand ein Passwort ausdenken muss.
Dann gibt es eine Variante, die finde ich immer sehr empfehlenswert. Die hat sich auch in meiner Zeit, als ich noch Admin an der Uni war. Ich war damals im Institut für Anglistik und Slawistik. Also da sind die Leute jetzt nicht so IT-affin. Sprich, ich hatte da einen ganzen Haufen alter Russischlehrerinnen zu betreuen. Da hat das auch wunderbar funktioniert. Ich denke mir einen Satz aus, den ich mir merken kann und nehme dann aus diesem Satz die Initialen. Ich kann auch den ganzen Satz nehmen. Also inzwischen sollte eigentlich jedes Programm mindestens oder in der Lage sein, 255 Zeichen zu unterstützen. Das ist auf Unix, auf Linux so der Standard und das ist mehr als sicher. Ich kann aber auch eben diese Variante nehmen. Ich nehme einfach diesen Satz und nehme die Anfangsbuchstaben der Wörter. Ich nehme jetzt hier mal spaßeshalber, wem der große Wurf gelungen, Komma, eines Freundes Freund zu sein. Punkt. Strich Friedrich Schiller 1805. Wenn ich da die Anfangsbuchstaben hier rot dargestellt nehme, habe ich ein Passwort, das ist sehr, sehr sicher. Das kann ich nicht erraten, das kann ich auch nicht durch Ausprobieren knacken. Das ist hinreichend lang. Ich habe Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, ich habe Komma, ich habe Zahlen, ich habe andere wichtige Entropie da drin. Und ich muss mir eigentlich nur diesen Anfangssatz merken. Und wenn ich das Passwort regelmäßig nutze, weil ich eben jeden Morgen im Büro mich damit am Windows, Linux oder was auch immer anmelde, dann merke ich mir das auch automatisch irgendwann. Dann geht das in diese, ich sag mal, Muscle Memory über. Das heißt also, die Finger können es dann schon von alleine tippen. Und das funktioniert wunderbar. Ja, da kann man dann auch irgendeinen Satz nehmen. Also ich würde jetzt nicht die Ode an die Freude nehmen oder den Schimmelreiter oder wer reitet so spät durch Nacht und Wind. Man kann irgendwie, was weiß ich, sein Lieblingsgedicht nehmen, Lieblingslied oder man denkt sich einen Satz aus. Also ich hatte ja vorhin gesagt, so naheliegende Dinge wie Hund, Katze, Maus, Hochzeitsdatum und so weiter ist tabu. Man könnte aber auch so einen Satz nehmen wie Opa Friedrich und Oma Bertha haben 1943 in Quedlinburg geheiratet. Weil das sind Daten, die Informationen, die sind nicht so bekannt im bekannten Kollegenkreis und ich kann mir diesen Satz noch merken. Oder mein erstes Ferienlager war 1988 auf Rügen. Oder mein erster Kuss war, was weiß ich, mit der und dem oder der und der und dann da und da. Und da kann man sich also Sätze nehmen, die man sich leicht merken kann und kann dann daraus entsprechend den ersten Buchstaben aus jedem Wort nehmen. Das ist ein Verfahren, das funktioniert relativ gut. Man kann es sich relativ leicht merken und es gibt entsprechend sichere Passwörter. Ja, die Variante mit dem Leadspeak, ich kann da einfach hingehen und Buchstaben durch Zahlen ersetzen oder ähnliches. Ich gehe einfach hin und sage, jedes E wird durch eine 3 ersetzt, jedes I durch eine 1, jedes S durch eine 5. Dann kriege ich auch wieder Entropie mit rein oder Zufälligkeit. Dialekte, jein, es gibt auch Dialektwörterbücher. Also ich war mal auf einer Konferenz der wissenschaftlichen Wörterbücher. Es gibt also auch das Dialektwörterbuch der pfälzischen Winzersprache. Ja, also selbst solche Sachen existieren. Da sollte man also auch, ich sag mal, nicht unbedingt, also jetzt so rein Motschekiebschen als Passwort würde nicht funktionieren. Egal, wie man es schreibt. Es gibt noch eine Empfehlung, die finde ich ganz interessant. Die stammt von dem, ich glaube, von dem XKCD, von diesem Comiczeichner. Und der hat gesagt, naja, man kann ja auch hingehen und sagen, ich nehme eine Person, die mir nahesteht, oder ein Ding, also meinen ersten Hund, meine Oma, mein erstes Auto, meinen ersten Schwarm, meine erste Lieblingsband oder sowas, oder meinen ersten Deutschlehrer oder mein erstes Hausmädchen, was auch immer, und nehme halt die ersten drei Eigenschaften, die mir zu ihr einfallen. Wenn ich so an meine Großmutter denke, sie trug ständig lila, farbene Deder- und Kittelschürzen. Im Garten gab es Schattenmorellen, das ist eine Kirschenart, und sie hat sehr leckeren Zuckerkuchen gebacken. Und wenn ich diese drei Sachen dann da zusammenziehe, habe ich ein sehr sicheres Passwort. Und das kann ich dann auch machen für mein Auto, was weiß ich, weißer Golf GTI mit 120 PS oder so. Oder das erste Ferienlager, Brege, Rügen, 1983. Oder Hochzeitsreise oder was auch immer. Das ist eine Variante, die soll auch sehr gut funktionieren. Ich persönlich nutze sie nicht, aber ich empfehle sie weiter. Also man kann das durchaus nutzen, wenn man diese Sache mit den Initialen nicht machen möchte, mit den Anfangsbuchstaben. So, die andere Variante mit den Orten und Jahren fand ich jetzt nicht so prall, aber das ist auch eine Empfehlung, die wurde gut aufgenommen im Seminar. Ich weiß nicht, ob es in der Praxis funktioniert. Da ist man einfach hingegangen und ich sage jetzt einfach mal, ich nehme jetzt einfach mal die Geburtsjahre und Geburtsorte meiner Großeltern. Ja, und da kann man vielleicht noch, wenn man im Stammbaum dann ein bisschen weiter nach hinten geht, irgendwie die Tanten nimmt oder Großtanten oder so, die man sich noch irgendwo merken kann, hat man ja doch eher eine emotionale Beziehung zu, als zu irgendwelchen Zufallszahlen, kann man sich das so entsprechend ausdenken. Ja, und das Ganze dann verketten. Oder man nimmt dann beispielsweise Hochzeitsjahr und Hochzeitsort oder sowas, von den beiden Großelternpärchen, wenn man das kennt.
Ansonsten hatte ich Ihnen den Passwortflyer ausgedruckt. Da sind vorne nochmal die Regeln kurz zusammengefasst. Hinten ist dieses lustige Bild drauf, das mir mein Kumpel gemalt hat mit der langen Unterhose. Damit man sich auch merken kann, was bei Passwörtern wichtig ist. Ich habe hier mal noch eine virtuelle Maschine angeworfen. Also das, was Sie jetzt gerade hier sehen, ist ein Ubuntu Mate. Ich glaube 18.04. Komplett nackt, also nur installiert. Weiß jemand nicht, wie er sein Betriebssystem aktualisiert, wie er Updates einzuspielen hat. Also wichtig ist natürlich, dass man die Updates zeitnah installiert. Also wenn man Software hat, es gibt wie gesagt da diverse Software-Center, App-Stores oder wie sich das auch je nach Distribution nennt. In der Regel lässt sich das dann übers Menü, indem man eben irgendwas wie aktualisieren eingibt oder Update. Ich habe jetzt meins leider noch auf Englisch stehen. Da findet man dann irgendwo hier Software-Updates, Software-Updater, also hier sogar zwei installiert. Notfalls kann man das auch über die Konsole / übers Terminal machen, indem man Befehle eingibt, apt-get update und so weiter. Updates installieren regelmäßig ist wichtig. Normalerweise meldet sich eigentlich auch das System, in dem dann hier irgendwo meistens da irgendwie im Tray so eine Bubble aufgeht. Es gibt Aktualisierung, Updates und so weiter. Die sollte man zeitnah installieren. Das hängt einfach damit zusammen, dass da dann ab und zu auch Sicherheitslücken geschlossen werden. Und das ist eben, ich sag mal so, die Grundhygiene, die man auf dem Rechner machen sollte. Weiter im Programm zum Thema Passwörter. Jetzt kam natürlich schon die Frage nach Passwort-Saves oder Passwort-Speichern. Finde ich inzwischen sehr empfehlenswert. Ja, weil ich auch selber in meiner praktischen Anwendung das Problem habe, ich habe einfach so viele Passwörter mir zu merken, dass ich das gar nicht mehr hinbekomme. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ich mir jetzt zum Beispiel hier ein sicheres Passwort ausdenke und das dann jeweils um ein, ich sage jetzt mal, Token für jedes Login erweitere. Ja, also wenn ich zum Beispiel das Passwort für eBay nutze, hänge ich hinten ein E dran für eBay. Wenn ich es für Amazon nutze, hänge ich ein A dran für Amazon. Wenn ich es für Google nutze, ein G für Google. Wenn ich mein Gmx-Login damit absichere, dann ein X für Gmx. Oder schreibe einfach hinten Google, Gmx oder eBay direkt rein. Wobei eBay interessanterweise nicht funktioniert. Wenn man bei eBay als Passwort irgendwas vergeben will, in dem eBay drinsteht, lehnt eBay das ab. Vermutlich, weil ganz viele Leute einfach eBay als Passwort genutzt haben. Aber selbst wenn ich jetzt, ich sag mal, 50 Zufallszeichen eingebe und dann eBay hinten ranhänge, wird das auch abgelehnt. Die prüfen einfach auf Vorkommen dieser Zeichenkette. Ja, dann täuschen wir es halt einer, machen wir eine Bucht draus oder so. Oder drehen es um. Es ist, wie gesagt, eine Möglichkeit, Passwörter sich auszudenken und zu merken. Alternativ bieten sich sogenannte Passwort-Saves an. Oder Passwort-Save funktioniert im Prinzip so, dass ich ein Programm habe, das sich dann in der Regel mit einem Browser verbinden lässt und das Passwörter speichert. Passwörter zugehörig zu einem Login. Viele Browser, also alle Chrome-basierten, Chrome, Chromium, Iridium und wie sie alle heißen, bieten Passwortspeicher an, auch Firefox tut das. Das Problem ist, das ist unsicher. Das heißt, sollte eine Schadsoftware Zugriff auf meinen Rechner erlangen, was durchaus nicht auszuschließen ist. Es gibt also diesen Porn-to-Own-Wettbewerb aus Kanada, ich glaube, der findet immer im Frühjahr statt. Da werden Angriffe auf Webbrowser unter anderem gezeigt, auch auf Linux, auf Windows, auf Android, iOS und so weiter. Und selbst Chrome lässt sich hacken, auch wenn die natürlich sehr viel Aufwand in Virtualisierung, Sandboxing und so weiter reinstecken. Aber auch ein Chrome ist hackbar und dann kann ich dort unter Umständen die ganzen Passwörter auslesen, samt Login-Daten, wenn ich die gespeichert habe. Deswegen ist der Speicher in den Browser-Speicher nicht empfehlenswert. Firefox verschlüsselt ihn zum Beispiel erst, wenn man ein Masterpasswort vergibt. Es gibt also die Option Passwort, Masterpasswort verwenden für den Passwortspeicher und ansonsten ist der überhaupt nicht verschlüsselt. Es gibt inzwischen die Möglichkeit, stattdessen externe Passwort-Saves zu verwenden. Da gibt es sehr viele Angebote. Es gibt auch Lösungen, ich glaube LastPass wäre eine, die sich in der Cloud befinden. Das heißt, das ist ein Anbieter, ähnlich wie Dropbox. Da kann ich dann über ein Weblogin auf einer Webseite meine Passwörter hinterlegen in einem Webumfeld. Vorteil ist, dadurch, dass sich das in der Cloud befindet, kann ich alles von jedwedem Ort aus nutzen. Egal, ob ich jetzt an meinem Laptop sitze, ob ich vielleicht irgendwo in der Unibibliothek an irgendeinem Terminal sitze oder an so einem Hotelrechner oder auf dem Handy oder auf dem Tablet oder auf dem zweiten Tablet oder auf dem Netbook oder wo auch immer. Das ist also insbesondere dann interessant, wenn ich mehrere Rechner mit meinen Passwörtern versorgen will. Nachteil ist, ich weiß nicht, was die da machen, wie die das speichern. Die erzählen mir dann vielleicht, ja, Kryptographie, AES von 56-Bit, aber dass dann irgendwie was da nicht richtig gespeichert wird oder AES falsch eingesetzt wird, ist ein Problem, das in der Vergangenheit schon aufgetaucht ist.
Also es gab insbesondere in den USA sind diese Passwortdienste, diese Online-Dienste beliebt, gab es eben schon Angriffe und Datenbanken-Leaks. Ja, und dann hat man eben im Prinzip so komplett verloren, wenn da die Datenbanken geleakt werden, weil da sind dann die ganzen Passwortsammlungen drin. Meine Empfehlung, es gibt eine Lösung, die ist lokal, die nennt sich KeePass. Die hat auch einen Standard gesetzt. Also KeePass-Datenbanken sind im Prinzip auch Standard. Es gibt noch weitere Anwendungen, die auf diesen Datenbanken aufbauen. Zum Beispiel gibt es Implementierung für Android, für iOS, für Windows und so weiter. Das heißt, ich kann so eine Datenbank auch auf einem Tablet öffnen oder auf einem iPhone oder auf einem Windows-PC oder auf einem Linux-Laptop und so weiter. Ich kann also diese Datenbank austauschen. Die Datenbank selber ist eine Datei, die wird automatisch verschlüsselt. Und diese Datei kann ich dann auch hin und her schieben. Die kann ich auch beispielsweise in meinen Google Drive legen oder in meine Dropbox oder in meine OwnCloud, Nextcloud oder auf dem Webserver oder wo auch immer hin. Und kann dann darüber von meinen Geräten aus darauf zugreifen. Das Ganze funktioniert so, dass ich mir den KeePass installiere und dass ich dann eine dieser Implementierungen für Linux nutze. Dann muss ich mir eine Datenbank einrichten, einmal ein ordentliches Passwort ausdenken für diese Datenbank, um die zu schützen. Und die restlichen Passwörter kann ich im Prinzip vergessen, die sind in der Datenbank gespeichert. Ich darf die Datenbank natürlich nicht verlieren. Wenn also die Festplatte kaputt ist oder die SSD oder der Laptop wird geklaut und diese Datei ist weg, dann komme ich nur noch in die Konten rein, wo ich mich an die Passwörter erinnern kann. Das ist also wichtig, dass ich das dann sichere. Vorteil dieser Datenbank ist, es ist einfach so, die Datenbank ist sehr, sehr klein. Das ist wirklich eine ganz kleine Datei, das sind irgendwie ein paar hundert, wenn es hochkommt, Kilobyte. Also nichts, was man nicht irgendwie mal schnell auf einen Stick schieben kann oder auf CD brennen oder anderweitig irgendwie. Man kann auch Ausdrucke machen. Also dass man sagt, ich möchte einfach eine Liste, also jetzt nicht für die verschlüsselte Datenbank, sondern kriegt eine Liste, Benutzername, Passwort und so weiter, die man dann ausdrucken kann. Das ist auch eine Sicherungsmöglichkeit. Der Zettel sollte dann aber nicht unter der Tastatur liegen oder Monitor kleben, sondern irgendwo an einem sicheren Ort verwahrt sein. Thema verschlüsselnde Dateisysteme würde ich auch hier weglassen. Da mache ich morgen noch den Vortrag zu. Die Nutzung ist relativ simpel. Was kann ich einsetzen? Ich hatte das schon vorhin auf der Folie. Ich rase jetzt mal ganz kurz zurück zu den Kryptofolien. Es gibt die Möglichkeit neben der Festplattenverschlüsselung, das muss ich, also dieses LVM-Lux, Festplattenverschlüsselung, Vollverschlüsselung, das muss ich bei der Installation einrichten. Wenn ich das jetzt noch nicht habe, müsste ich den Rechner neu installieren und das dort vergeben. Es ist sehr empfehlenswert, es zu nutzen. Performance-Einbußen sind eigentlich, ich sag mal, im täglichen Gebrauch vernachlässigbar. Also ich habe das hier mal mit und ohne Lux getestet. Es ist so, die aktuellen Intel und AMD-CPUs haben eine Erweiterung, die nennt sich AESNI. Und die unterstützt eben AES-Verschlüsselung in Hardware. Das heißt also, der Performance-Verlust ist da sehr niedrig. Das war früher auf älteren Rechnern, die das nicht hatten, ist das durchaus noch zum Tragen gekommen. Ich habe noch ein altes ThinkPad liegen mit Pentium 2, glaube ich. Da merkt man schon einen Unterschied. Ja, aber das ist zum einen die CPU noch sehr langsam und da sind diese Krypto-Erweiterungen nicht drin. Und die sind eigentlich heute bei allen Intel-CPUs drin, auch bei den Billig-Varianten. Na, vielleicht nicht unbedingt bei den Netbooks, da wo Intel Atom oder so drin ist, aber zumindest bei den normalen ist es sinnvoll. Wenn ich weitere Verzeichnisse verschlüsseln will, ich habe das zum Beispiel bei mir so, wenn ich Unternehmensberatung mache, Sicherheitsberatung, dann mache ich dann für meinen Kunden ein neues Verzeichnis, wo die ganzen Daten drin liegen und dieses Verzeichnis wird verschlüsselt. Ja, Kunde 1, Kunde 2, Kunde 3 und so weiter. Und da nutze ich dann inzwischen eben GoCryptFS für. Das ist momentan die aktuelle Empfehlung. CryFS hat natürlich den Vorteil, dass da die Metadaten etwas zerhackt werden. Ja, ich zeige mal die Folien aus meinem morgigen Vortrag kurz zu dem Thema. Ja, also die Performance-Einbuße bei CryFS ist wesentlich höher als bei GoCryptFS. Ich habe hier mal einen Screenshot gemacht, Midnight Commander. Linke Seite, EncFS. Verschlüsselt, rechte Seite, EncFS-Verzeichnis unverschlüsselt, also quasi entschlüsselt eingebunden. Und man kann hier zum Beispiel sehen, welche Datei was ist. Wenn ich also diesen View nutze oder mir das hier anschaue, dann kann ich hier sehen, hier ist eine TAR-Datei, 10.240. Dann weiß ich natürlich hier, das ist diese TAR-Datei. Die ist ein klein bisschen größer, weil EncFS da immer noch Daten mit reinschreibt, ein paar Byte. Und ich kann also auch hier sehen, 6. März 1850, 6. März 1850, passt. Das sind also die Informationen, die ich hier bei EncFS oder GoCryptFS sehe. Bei GoCryptFS sieht es genauso aus. Bloß, dass die Dateien immer noch ein bisschen länger sind. Aber im Endeffekt selbe Ansicht. Bei CryFS sieht das so aus.
Das ist jetzt einfach mal Feind durch das verschlüsselte Verzeichnis gejagt. Der erzeugt hier Verzeichnisse, durchnummeriert, ganz viele. Und in jedem Verzeichnis liegen 7 oder 8 Dateien. Und jede dieser Dateien ist 4096 Byte groß. Da kann man sich ausrechnen, wenn ich eine 1 Megabyte Datei da reinschreibe, wie viele dieser Blöcke erzeugt werden. Der Vorteil ist, ich kann hier überhaupt keine Rückschlüsse auf eine Dateistruktur ziehen. Ich weiß nur Gesamtgröße. Ich mache mal eine Folie zurück. Ich habe hier mal einfach fein durchgejagt. Also unverschlüsselt sind 726 Dateien. Verschlüsselt sind 29.125 Dateien. Größe, ich kriege hier eine kleine Strafe drauf, 472 Megabyte sind das im verschlüsselten Archiv. Im Original sind es 437. Ja, ich weiß aber hier nicht, wenn ich da reingucke, ich weiß, okay, da sind Metadaten mit bei, also es sind nicht 472 MB, aber ich weiß nicht, ob das eine Datei ist mit 450 MB, 450 Dateien mit 1 MB, 900 Dateien mit einem halben oder wie auch immer das gemischt ist. Ja, das heißt also auch der Cloud-Betreiber, Dropbox, Google, wer auch immer, ja, selbst wenn ich mir bei Strato, Hetzner oder 1&1 einen Root-Server anmiete, haben die ja immer noch physikalischen Zugriff auf die Platte. Oder sonst irgendwie über Root und so weiter. Oder wenn die Staatsanwaltschaft kommt und mir die Rechner rausträgt und die gucken sich die Dinger an, dann sehen die das hier und wissen daraus gar nichts. Theoretisch denkbar wäre, wenn man sich das hier anguckt und weiß, okay, eine Datei von der und der Größe, das könnte zum Beispiel eine Bilddatei sein, die entsprechend verboten ist oder ähnliches. Also sowas wäre möglich. Nachteil ist aber, wie gesagt, CryFS ist signifikant langsamer als GoCryptFS. Und zwar stellenweise kann das richtig übel werden. Ich habe eine ganz kleine Benchmark gemacht. Ich habe die Datei, also hier in Linux-Kernel 4.20.14 entpackt. Und man sieht hier beim Löschen, ist das Ding verglichen mit unverschlüsselt pervers langsam. Na, weil ich ganz viele Schreiboperationen habe. Ich habe dann ja da, ich weiß nicht, wie viele 100.000 kleine Dateien liegen, die ich löschen muss. Und ich habe das hier auf meinem alten Laptop getestet, wenn ich jetzt so eine NVMe-SSD habe, also so eine, die da irgendwie 3300 MB pro Sekunde wegdrückt, wird wahrscheinlich die Diskrepanz noch größer sein. Also die Performance-Verluste, die ich habe. Deshalb nutze ich in der Praxis eben jetzt umgestiegen frisch auf GoCryptFS. Das ist auch wesentlich schneller als EncFS. Und Einrichtung ist eigentlich relativ simpel. Ich mache 2 Verzeichnisse, verschlüsselt, entschlüsselt. Rufe dann den Befehl auf, gocryptfs, und da gibt es dann hier einmal diesen Befehl init und dann das entsprechende Verzeichnis. Ich mache jetzt hier mal so ein temporäres Verzeichnis. Ver und end nenne ich das mal. Minus init ver. Dann fragt er mich nach dem Passwort. Und schon habe ich die Verschlüsselung eingerichtet. Das mache ich einmal zum Einrichten. Und wenn ich das dann nutzen will, ist der Befehl ganz simpel, gocryptfs, verschlüsseltes Verzeichnis, entschlüsseltes Verzeichnis, Passwort eingeben, feststellen, dass ich das falsche Passwort eingegeben habe, einbinden und jetzt mache ich mal einfach hier wieder Midnight Commander auf. Mache hier einfach mal ein Verzeichnis rein und sehe dann hier rechts Test und links habe ich dann dieses PGI irgendwas. Nutzung ist dann völlig transparent. Ich muss halt immer nur darauf achten, dass ich meine Dateien ins entschlüsselte Verzeichnis schmeiße und nicht ins verschlüsselte. Den Dateien passiert zwar nichts, wenn ich die hier reinschmeiße, aber die sind dann halt nicht verschlüsselt. Wenn ich also hier irgendwie eine nackte Datei reinmache. Braucht man einen doppelten Speicherplatz? Nein. Also kein doppelter Speicherplatz, weil das Ganze quasi transparent beim Zugriff erst entschlüsselt wird. Also wenn ich da jetzt irgendwie eine Megabyte-Datei drin habe, kommt dieser Megabyte nur zum Tragen, wenn ich die mit VI öffne oder mit OpenOffice oder was auch immer. Das läuft über Fuse, das ist dieses Loopback-Dingens. Ich muss nur mal kurz zeigen. Das ist jetzt mein D-Message verschlüsselt. Wie Sie sehen Sie nichts oder zumindest nichts Sinnvolles. Und wenn ich jetzt hier den D-Message ganz normal reinschreibe, dann kann ich den natürlich auch lesen. Wenn der im verschlüsselten Verzeichnis landet, da wird dann nichts verschlüsselt, wenn ich da so rein kopiere. Wenn ich fertig bin, muss ich halt dann irgendwie das GoCryptFS dazu veranlassen, das wieder anmounten. Genau. Das geht entweder in der Konsole über einen einfachen Befehl. Wenn ich Mount eingebe, dann sehe ich hier unten schon, dass hier
Temp verschlüsselt, auf Temp entschlüsselt gemountet ist als Typ GoCryptFS. Und dann kann ich ganz normal mit dem Fuse Mount Befehl, also F usermount-u/temp-end, kann ich das Ding anmounten. Alternativ gibt es auch Programme mit grafischer Oberfläche fürs Tray und so weiter. Da gibt es diverse Sachen, also dass ich dann hier oben im Prinzip mit einem Klick das Ganze wieder anmounten kann oder mounten kann. Das Prinzip ist ja eigentlich ähnlich wie bei VeraCrypt oder TrueCrypt, ne? Ja, genau. Bloß, dass ich halt hier dateiweise verschlüsselt habe und keinen Container habe. Ja. Also bei TrueCrypt oder VeraCrypt hätte man eine große Datei. Vorteil, ich sehe keine Metadaten, Nachteil, doof für Dropbox, wenn ich da immer ein Terabyte hin und her schieben müsste. Vorteil ist natürlich jetzt, wenn ich Cloud oder so im Einsatz habe, ich kann meinen Dropbox-Client oder Async oder was auch immer nutzen und kann einfach die Datei hier hin und her kopieren, ganz normal. Und wenn ich darin arbeite, ich habe da 1000 Dateien, ich verändere eine Datei, dann wird nur die eine veränderte Datei hin und her kopiert. Und nicht bei einem Container wird ja der ganze Container hin und her geschoben, weil das ja nur eine Datei ist. Das wäre ja bei CryFS auch der Nachteil, dadurch, dass das so verzettelt mit den 4096 Bytes, wenn es da eine Datei verändert, verändert sich im Prinzip die Gesamtstruktur. Nein, es verändern sich nur die entsprechenden Blöcke der Datei. Ja, also das ist dann hinterlegt, weil sonst würde ich die auch nicht wiederfinden. Also ich muss dann natürlich, wenn ich das an Dropbox hochkopiere, ist es nicht nur eine Datei, sondern eben 4096 Teile dieser Datei oder Tausendstel dieser Datei. Das wäre aber theoretisch auch wieder Angriffspunkt, wenn der Anbieter dann sieht, es werden so und so viele Dateien gleichzeitig verändert und das nächste Mal, wenn es dasselbe Dokument... Er weiß aber nicht, wie viele Dateien im Original geändert wurden. Er müsste dann schon wissen, dass ich jetzt eine Datei verändert habe und 7 Dateien synchronisiert werden. Also er sieht, 7 Dateien werden synchronisiert, weiß aber nicht, habe ich 7, 6, 5, 4, 3, 2 oder eine Datei geändert. Gut, eine Datei wird es nicht sein, weil da müsste die Datei kleiner als 4096 sein, aber das so als Beispiel. Jetzt ist aber die ganze Zeit, während das gemountet ist, so lesbar für jeden User auf dem Rechner. Ja, genau. Das heißt, also wir haben jetzt zwar die Daten sicher verschlüsselt. Genau. Wenn sich jetzt aber ein Angreifer auf meinem Rechner befindet, genau, sind wir noch lange nicht beim hochsicheren Ubuntu. Genau. Ein Root oder irgendein Angreifer mit sonstigen Rechten, also jemand, der zu meinem Benutzer werden kann, also hier Stefan, oder eben Root, kann natürlich auf die entschlüsselten Dateien zugreifen. Das heißt, das ist aber auch keine, da gibt es keine andere Möglichkeit. Das ist, Problem habe ich immer. Ich kann das nicht implementieren, es sei denn, ich gehe dann irgendwo in so ein SE-Linux, das dann so zugemottet ist, dass ich es gar nicht mehr nutzen kann. Weil das ist einfach diese Mehrbenutzbarkeit oder Mehrnutzer-Interfaces von Unix. Und da kann Verschlüsselung nicht gegenhelfen. Die einzige sichere Verschlüsselung ist die, die deaktiviert ist, also die nicht eingemountet ist. Na? Weil ich habe auch schon gehört, ja, Verschlüsselung und wie sieht es denn aus mit den Kryptotrojanern, ne, die hier also so einbrechen und Dateien verschlüsseln und dann Bitcoins dafür haben wollen, dass die wieder entschlüsselt werden. Funktioniert in dem Moment nur, wenn das Verzeichnis nicht eingemountet ist. Wenn der Kryptotrojaner die Schadsoftware hingeht und sagt, verschlüssele jede Datei, habe ich verloren. Wenn er hingeht und sagt, verschlüssele jede JPEG-Datei, jede Textdatei, jede Doc-Datei, dann habe ich natürlich hier Glück, weil der sieht nicht, dass da Doc-Dateien drin liegen, kann die nicht verschlüsseln. Aber wenn ich dann GoCryptFS einmounte und der Trojaner ist noch aktiv, bumm, kann ich mir das auch wegschießen. Ja, das gleiche gilt auch für die Festplattenverschlüsselung. Wenn der Rechner, so wie der Rechner hier steht, nutzt mir die Festplattenverschlüsselung gar nichts. Ja, weil ich kann ganz normal rangehen. Wenn wir nochmal auf das Beispiel vom Anfang zurückkommen, in Syrien, per Prügel das Passwort rausbekommen wird oder Folter, wie auch immer. Ja, das war ja am Anfang so. Ja. Was ist denn da die Option als Sicherheitsmaßnahme? Nichts lokal zu haben? Alles extern irgendwo auf dem Server zu speichern und am besten die Spuren verwischen, wohin es... Ja, VPN, Tor, also da sind wir im Bereich Datenexfiltration, VPNs nutzen, Tor nutzen. Also Tor wäre da eigentlich die ideale Variante. Und dann die Daten irgendwie in die Cloud rausschieben. Na, es gab auch Varianten, haben wir mal gemacht mit SD-Karten. Ich weiß nicht, wer hat denn schon mal Tar mit einem Magnetband benutzt? Oder wer weiß denn, wie Tar eigentlich funktioniert? Ne, weil Tar ist ja eigentlich nicht dafür gedacht, Dateien zu schreiben, sondern Tar schreibt auf Magnetbänder und zwar direkt aufs Gerät. Ja, das heißt also, früher, wenn ich eine spezielle Datei aus Tar rausholen wollte, musste ich dem Magnetband sagen, spule vor bis so und so viel Meter und dann speichere mir die oder schreibe mir die letzten 80 Blöcke zurück. Ja, so wie das früher beim, ich sag mal, Standrekorder war oder beim Kassettenrekorder, vorspulen, Stelle suchen und dann abspielen. Und sowas kann man heute natürlich auch mit USB-Sticks und SD-Karten und so weiter machen. Ich kann direkt aufs Gerät schreiben, mit DD.
Ja, und das haben wir unter anderem auch mal mit Fotos gemacht. Ne? Dass wir also die Fotos genommen haben, haben eine TAR-Datei gemacht und haben die dann mit DD direkt auf die SD-Karte geschrieben. Das sieht dann für jemanden Unbedarften so aus, als wäre die nicht formatiert oder anders formatiert. Problem ist natürlich, wenn die jemand dann, ich sag mal, ins Windows ranstöpselt und Windows sagt, ist nicht formatiert, wollen Sie formatieren? Und der drückt, ja, sind die Dinger weg. Ja, und wenn jemand mal auf die Idee kommt, ein Image von dem Ding zu ziehen und das Image zu analysieren, also richtig Forensik zu machen, bringt das auch nichts. Ja, da könnte man höchstens verschlüsselt Sachen reinbringen. Also ich sag mal so, sobald der Angreifer physikalische Kontrolle hat und böse ist, sprich auch zuschlägt, kann ich nichts machen. Gab es doch bei VeraCrypt und genau die. Ja, Szenario. Du willst also auf deinem Laptop irgendwas rausschmuggeln. Ich habe herausgefunden, dass du einen VeraCrypt-Container hast. Ich bedrohe dich mit einem bösen Gummischlauch. Rubber Hose Attack nennt sich das ja. Also ich stehe vor dir mit dem Gummischlauch und sage, ich versuche dir so lange die Fußsohlen, bis du mir das Passwort sagst. Du sagst, ich will nicht verhauen werden, ich gebe dir das Passwort. Dann stelle ich fest, dass ich mich bei VeraCrypt einloggen kann. Und sehe, da sind irgendwie ganz unwichtige Sachen. Und dann mache ich vielleicht mal den Fehler oder habe die Idee, ich google einfach mal nach VeraCrypt und stelle fest, die haben ja Hidden Volumes, versteckte Container. Was mache ich denn dann? Ich nehme den Gummiknüppel wieder zur Hand und schlage so lange auf dich ein, bis du mir das zweite Passwort gibst. Also das Ganze funktioniert nur, wenn der Angreifer nicht weiß, dass es Hidden Volumes überhaupt gibt, diese Fähigkeit. Steht aber bei Wikipedia groß und breit drin, wie man sie nutzt. Also meiner Meinung nach ist das eher gefährlich, weil in so einer Situation, wo dann wirklich die Leute prügeln, musst du dir einen Hidden Container anlegen, damit sie dich nicht totschlagen. Ja, weil die gehen davon aus, die Bösewichte gehen davon aus, ja, er hat so ein verstecktes Volumen. Ja, genau. Das könnten ja auch Versteckten im Versteckten sein. Ja, genau. Drauf. Also dann haben sie ja hier auch Problem verloren. Ja, das ist also, ich finde die Idee total blödsinnig. Weil es ist wieder ein soziales Problem. Da hilft Kryptographie dann nicht ohne weiteres weiter. Datenrausschmuggeln. Also wie gesagt, rausschmuggeln, wir haben das dann über Tor und so weiter gemacht. Wobei dann wieder speziell wird es problematisch, Tor wird geblockt. Wie komme ich dann ins Tor-Netzwerk rein? Aber da gibt es auch Möglichkeiten mit Verstecken, also Obfuscation und gibt es Proxys für und dass man das anderweitig irgendwie, dass die Filter darauf nicht anspringen. Bloß da gibt es dann aber Jens Kubizil-Ding mit ansprechbar, wenn man sowas braucht. Ja, und Jens Kubizil, der ist hier auch als Speaker aktiv. Ja, genau. Der ist auch als Speaker aktiv und der ist, ich sag mal so, hier der In-Depth-Experte für Tor. Okay, aber ansonsten ist Linux-System oder Ubuntu dann in dem Fall Härten. Würde also nicht viel Sinn machen. Also ich sag mal, in dem konkreten Fall Syrien, da geht es eher um Verhaltensweisen. Und da ging es auch so, dass wir dann den Leuten gesagt haben bei der Ausreise, wir haben Datenträger physikalisch vernichtet. Also wir haben gesagt, bestimmte Datenfotos und so weiter bleiben auf der SD-Karte, auf dem Stick. Macht eine Tor-Verbindung auf. In der Tor-Verbindung wird noch ein VPN rausgehaut. Dann schickt ihr die Daten verschlüsselt auf einen Server, den wir betreiben, der dann auch nur zu bestimmten Zeiten erreichbar ist. Danach vernichtet, also überschreiben wir die USB-Sticks, danach macht ihr die kaputt, kloppt da mit einem Stein drauf, verschottet irgendwo die Überreste, dass niemand weiß, dass ihr diese USB-Sticks hattet, dann macht ihr die Festplatte leer und installiert euch ein vorbereitetes neues Ubuntu, das unverdächtig aussieht. Also das darf jetzt auch nicht komplett nackt sein, da muss schon ein bisschen irgendwie Aktivität sein, ein paar Fotos, ein paar Texte und so weiter, was halt unverdächtig aussieht. Und ja, wenn sie euch die Rechner wegnehmen, sollen sie die halt haben. Punkt. Ja, und das war jetzt in konkreten Situationen das Einzige, was man da machen kann. Aber das ist, wie gesagt, also das wäre jetzt eine Sicherheitsstufe, die brauche ich in Deutschland eigentlich nicht. Na, solange ich mich nicht irgendwie mit der Mafia oder so anlege, die da vielleicht Ahnung von haben. Also ich sage mal, Strafverfolgungsbehörden in Deutschland dürfen sowas nicht machen, Punkt. Was noch interessant ist, lässt sich relativ leicht einrichten, ist Firejail. Na, Ubuntu hat ja standardmäßig AppArmor installiert. Es gibt aber noch Firejail, das ist ein bisschen feingranularisierter. Und zwar ist das Ganze, wie sagt man so schön, ein sogenanntes Set-User-ID-Jail via Kernel-Namespace und Seccomf. Das heißt, Firejail ist ein Programm, das legt sich quasi um das andere Programm drumherum, beziehungsweise macht einen Sandkasten auf, eine sogenannte Sandbox, in der das aufgerufene Programm ausgeführt wird. Und zwar wird es ausgeführt in einem eigenen Kernel-Namespace. Kernel-Namespace bedeutet quasi wieder eine Sandkiste für das Programm. Und das Programm, das darin läuft, denkt oder sieht die Welt so, als wäre es das einzige Programm auf dieser Welt, in diesem Linux-System. Wenn ich also beispielsweise Firejail mit Firefox starte, dann sieht Firefox nicht, dass ich parallel noch Opera aufhabe oder Chrome oder was weiß ich, irgendeinen MP3-Player. Der sieht also nicht, dass es da noch andere Programme außer sich selbst gibt oder die eigenen Abhängigkeiten.
Vorteil ist, es gibt schon über 630 fertige Profile, zum Beispiel für eigentlich jeden Webbrowser. Ich kann also Firejail installieren und kann dann mit diesem Befehl Firejail Iridium, das ist ein Google, also ein Chrome-Abkömmling, den ich sehr empfehle. Das ist nämlich eine Abwandlung von Chrome, wo man den ganzen Google-Scheiß rausoperiert hat. Also diese Google-Nutzer-ID und so weiter. Das heißt, Google kann mich hier nicht ohne weiteres tracken, wenn ich Iridium nutze. Wenn ich Firejail Iridium aufrufe, dann sieht die Welt für Iridium so aus, als gäbe es nur Iridium selber und keine anderen Programme. Des Weiteren wird auch der Zugriff auf bestimmte Dateien, Verzeichnisse und so weiter geregelt. Das heißt, ich kann also zum Beispiel ohne weiteres mit dem Browser nicht mehr auf die Passwortdateien und so weiter zugreifen, auf etc und so weiter und andere Programme, andere Verzeichnisse. Es gibt ein paar Optionen, die ich im Profil oder auf der Befehlszeile übergeben kann. Ich kann also zum Beispiel eine Bandbreite vergeben. Wenn ich also ein Programm habe, das mir einfach auf den Sack geht, weil es ständig die Bandbreite belegt, irgendwelche Torrents runterlädt oder was auch immer, dann schmeiße ich halt Firejail mit diesem Befehl an, gebe hinten die Bandbreite an und schon ist das Ding eingeschränkt. Kann nur bestimmte Bandbreite nutzen. Ich kann Verzeichnisse oder Dateien blacklisten, das heißt den Zugriff darauf verbieten. Blacklist slash etc, dann kommt der nicht mehr ins etc-Verzeichnis rein, kann da keine Dateien mehr auslesen. Ich kann Adressen vergeben, also ein Netzwerk richtig schön manipulieren, kann also ein Gateway festlegen, ich kann DNS-Server festlegen. Ich kann zum Beispiel sagen, Firefox DNS 8888, dann läuft Firefox mit dem Google DNS, während Chrome mit dem vom CCC oder so läuft. Ich kann hier auch direkt Internetadressen und Interfaces vergeben, soll das jetzt über WLAN laufen, über Kabel, über was auch immer. Und ich kann, wenn ich Lust habe, mit Private, als einzige Option Private übergeben, dann erzeugt er quasi neu so eine temporäre Umgebung für den Firefox. Wenn ich einen Firefox mit Private aufrufe, dann sieht er aus, als wäre der gerade frisch installiert worden. Keine Erweiterung, keine Add-ons, kann auf keine Dateien, keine Verzeichnisse zugreifen in meinem Home. Fingerprinting war möglich. Doch. Also Fingerprinting geht ja dann über solche Sachen hinaus. Bildschirmauflösung, Akkustand, also die können den Akku auslesen, sonstige Dinge. Also Anonymisierung hat hier gar nichts mit zu tun. Aber ich kann es halt einer Schadsoftware, einer bösen Webseite wesentlich schwerer machen, ins System reinzukommen, wenn das Programm im Firejail läuft. Ja, das heißt also, Firejail ist eine sehr empfehlenswerte und einfach zu nutzende Maßnahme für Webbrowser. Des Weiteren für alle Programme, die irgendwelche Eingaben empfangen oder Dateien öffnen. PDF-Reader. Ja, wenn ich also PDFs als Anhang bekomme, jetzt ging gerade wieder so eine Angriffswelle rum mit irgendwie gefälschten Sparkassenbriefen, also ein PDF von der Sparkasse. Erstens mal als PDF-Reader einen möglichst einfachen benutzen. Es gibt da zum Beispiel MU-PDF, der kann PDFs anzeigen, das war's. Da kann ich keine eingebetteten Flash-Videodateien anzeigen, wie bei Acrobat. Macht aber damit das Angriffsszenario kleiner. Und den kann ich auch ins Firejail werfen. Da gibt es auch schon ein Profil für, das muss ich nicht selber machen. E-Mail-Programm. Also ich habe zum Beispiel meinen MUT eigentlich nur im Firejail laufen, weil der ja Anhänge öffnet. Und es gibt auch in MUT Sicherheitslücken. Gibt es auch in anderen Mailprogrammen. Da gibt es auch wieder Profile für. Egal ob Evolution, ob K-Mail, ob was es da noch alles so gibt. Ja? Also wie gut lesbar sind diese Profile? Also ist das eher so Hexenwerk mit der SCD-Linux? Oh Gott, nein. Das ist im Prinzip nur diese Befehlszeilen hier. Also das sieht wirklich sowas hier. Also es gibt dann Unterteilungen, dass ich jetzt nicht für jede Firefox-Variante Neues machen muss, kann ich halt vererben und ansonsten hier Blacklist, No Blacklist, also freischalten, Whitelist, ist sehr simpel. Also die Grammatik ist wirklich relativ simpel. Die Befehle sind alle in der Manpage erklärt, was nicht immer selbstverständlich ist. Und ich kann im Prinzip, ich sag mal, für die Standardprogramme, wie gesagt, 630 Profile habe ich ja schon bei, für die Standardprogramme ist sowas eigentlich dabei. Und wenn man mal ein Problem hat, dann geht man auf die Mailingliste oder auf irgendein Diskussionsforum. Wie gesagt, Firejail für jeden zu empfehlen. Ja. Wäre eine einfachere Möglichkeit, die auch dasselbe vielleicht abzielt, Flatpaks? Also wenn sich das irgendwann durchsetzt? Flatpaks im Sinne von Programme werden als Flatpak installiert. Also bei
oder halt Snap bei Google. Ist das ein Sandboxing oder? Genau, also deswegen wäre meine Frage, ob das halt auch Star-Erfahrung haben irgendwie. Es hat auch Berechtigungen verschiedene, die du geben kannst, aber die sind meist auch. Du musst halt dann die Pakete dafür, die werden halt dann viel größer, die Snap-Packs, weil die da alle Abhängigkeiten mitbringen. Snap-Packs? Flatpacks. Flatpacks? Entweder Flatpacks oder bei Ubuntu halt Snap. Genau. Also mir geht es halt um den Sicherheitsaspekt dabei. Der Krempel hier. Glaubst du, der Primärfokus ist eher, dass halt die Apps von Flatpak auf fast jeder Linux-Distro laufen? Ja, ich glaube eher, das geht darum, dass die ganzen Abhängigkeiten quasi in diesem Blob mit drin sind. Da ist jetzt auch Flatpak nicht der Erste, der das probiert. Naja, aber es gibt halt da auch mehr und mehr die Möglichkeit, sozusagen dort Rechte halt einzuschränken, wo die dann nicht schreiben können. Oder ist das sozusagen vom Sicherheitsaspekt her dann... Ich glaube, das ist, also Flatpak würde ich jetzt nicht als Sicherheitsfeature nutzen, also einschätzen. Es mag sein, dass die da bestimmte Sachen, Schreibzugriffe einschränken können oder Lesezugriffe auf Verzeichnis, aber FileJail macht noch wesentlich mehr. Also FileJail geht ja direkt im Kernel rein und macht quasi so eine virtuelle Kernel-Umgebung für das Programm auf, was hier nicht der Fall ist. Also der Snap, wenn ein Snap kann grundsätzlich nicht auf die Daten eines anderen Snaps zugreifen. Ja. Technisch gesehen sind Snaps ein Image mit Squash irgendwas Dateisystem. Squash FS. Ja, genau. Ja, das ist auch so, also das sind keine Sicherheitsfeature. Also man sagt auch gerne, man sollte dann VirtualBox oder so nehmen und virtualisieren, aber auch da kann ich ausbrechen. Und Docker und Co. sind ja auch gerade security-mäßig ganz groß am Galgen hängen. Also da kommt eigentlich eher noch Komplexität rein und damit Angreifbarkeit. Und also mit FireJail würde ich das auf keinen Fall gleichsetzen wollen. Eins wollte ich noch kurz vorstellen. Das nennt sich Linus oder Lynus oder wie auch immer man das aussprechen mag. Das ist ein sogenannter Schwachstellenscanner. Das kann ich runterladen, installieren. Also der erzeugt mir einen Sicherheitsbericht. Wenn ich es als Root oder Sudo laufen lasse, natürlich einen wesentlich umfangreicheren. Und da kriege ich halt dann Empfehlungen. Ich kriege auch so eine Art Benchmark. Also so Punkte. Sie haben 68 von 100. Und dann gibt ihr mir Empfehlungen, so Standardsachen. Zum Beispiel, dass irgendwo ein Verzeichnis falsche Berechtigungen hat. Dass da Weltzugriff ist, also 777 oder sowas. Und dann kann ich das ändern, lasse den Bericht nochmal neu generieren und dann sehe ich, okay, ich habe jetzt 72 von 100 Punkten, habe ich also verbessert. Problem ist, es richtet sich erstmal an Sysadmins und Security-Leute, also es kann stellenweise richtig in die Tiefe gehen. Ja, und man muss wissen, was man da tut, was einem da Linus vorschlägt. Und es ist nicht jeder Vorschlag auch unbedingt sinnvoll. Na, die kommen also so aus der Ecke Compliance. Sprich Zertifizierung. Und da legt zum Beispiel die Zertifizierung fest, dass man einen Virenscanner zu installieren hat. Wozu zur Hölle brauche ich einen Virenscanner auf Linux? Zumindest aktuell nicht wirklich. Aber wenn ich meine 100 Punkte haben will, muss ich irgendeinen Malware-Scanner installieren, den man praktischerweise beim Hersteller von Linus kaufen kann. Also das kommt da auch nochmal mit rein. Aber es ist zumindest, ich sag mal so, wenn man jetzt was gemacht hat und mal gucken will, was ist da passiert, oder eben halt so bestimmte Schwachstellen. Beispielsweise hat, ich sage mal als Beispiel, Xubuntu hat irgendeinen Fehler mal gemacht beim Packen, Zusammenstellen von Xubuntu und der ist dann dort in der Datenbank hinterlegt, dann wird mir das angezeigt, dass Xubuntu da einen Fehler hat und ich kann das entsprechend schließen. Es ist zumindest, also man kann mal einen Blick reinwerfen, aber wie gesagt, wenn man sich damit dann auseinandersetzen will, da muss man dann auch schon mal in die Tiefe gehen. Und da gibt es manchmal Sachen, also die dann wirklich so, ich sag mal, auf Kernel-Ebene, Netzwerkkonfiguration und so weiter sind. Wo ich dann erstmal davor sitze und frage, was heißt das denn jetzt überhaupt? Was sind die Konsequenzen, wenn ich an der Schraube drehe? Ja, das ist ja dann auch wieder so eine Sache. Also es ist jetzt nichts, was sich an den, ich sag mal, Einsteiger richtet, der froh ist, dass er seine Ubuntu zum Laufen bekommt. Was gut ist, die haben eine entsprechende Datenbank, man kriegt dann da so Fehlernummern und kann dann bei denen auch in der Datenbank nachschauen, beziehungsweise per Google rausfinden, was geht es denn da überhaupt. Ja, und dann gibt es natürlich auch eine Community, die man fragen kann, ist es jetzt sinnvoll auf meinem Lubuntu 17.10, das und das zu ändern oder mache ich mir da was mit kaputt? Gut. Jetzt sind wir zeitmäßig auch durch. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, es hat, glaube ich, jetzt jeder so ein Flyer und Dings erhalten, so eine Checklist. Auf die Checkliste konnte ich jetzt leider nicht genauer eingehen, aber das war mal eine, die ist so im Rahmen meiner diversen Workshops und so weiter entstanden, dass ich zumindest mal so einen Anhaltspunkt habe, wenn Sie zu Hause sind, was war denn da jetzt eigentlich alles vorgeschlagen, was war zu machen? Ich habe nicht alles ansprechen können, weil eigentlich geht dieser Workshop, wenn ich den normal mache, über 3 Tage. Und wenn Sie mich anschreiben, es kann wie gesagt ein bisschen dauern, weil ich dann erstmal Elternzeit habe.
Und bitte darauf hinweisen, dass es hier um diesen Workshop geht, dass ich weiß, wo ich sie einordnen muss. Ich kriege manchmal Anfragen, ja, ich habe sie im Vortrag gesehen und da geht es um das und das. Und ich so, ja, ich habe letzten Monat 20 Vorträge gehalten, ich weiß jetzt nicht, welchen Sie meinen. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es wurde ja mitgeschnitten und ist dann hier irgendwie verfügbar. Ich habe mit der Videosache nichts zu tun, also wenn es Fragen gibt, dann ich bin da außen vor. Und ansonsten, ja, vielen Dank, viel Spaß weiterhin und viel Erfolg beim Absichern Ihres Rechners.